Freunde, ein Highlight, ja, weil es war mein erster Auswärts-Podcast. Ich habe meine ganzen 7 Sachen zusammengepackt, bin nach Dortmund gefahren und habe einen richtig coolen Podcast mit der lieben Christina Hammer aufgenommen. Sie hat eine coole Location organisiert, ich habe meine Sachen mitgebracht und dann haben wir da einen Podcast aufgenommen. Deswegen hoffe ich, dass die Soundqualität für euch trotzdem in Ordnung ist, auch wenn es nicht hier im Studio war, aber ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen und kommen wir kurz zu Christina selber, zu dem Talk. Das war ein richtig geiles Gespräch, ist wirklich eine sehr inspirierende Frau. Sie hat sehr, sehr, sehr gute Ansichten in meinen Augen. Da hat sie auch einiges im Podcast da preisgegeben. Gleichzeitig ist sie 8-fache Boxweltmeisterin. Also sie hat schon einiges erlebt, war sogar schon in Amerika und wollte auf die ganz große Bühne oder ist auf die ganz große Bühne im Boxsport gekommen. Aber sie hat gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr deutlich darüber gesprochen, welche Schattenseiten es im Boxen gibt, in ihrer Karriere gibt. Und das war wirklich eine sau, sau, sau interessante Folge und für mich eine große Ehre, sie auch kennenlernen zu dürfen. Wir sind auch immer wieder in Kontakt, was richtig cool ist. Und auch da ist eine richtig coole Connection daraus entstanden. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe teilweise Gänsehaut bekommen, aber jetzt will ich nicht so viel labern und wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Freunde, diese Episode wird dir präsentiert von Barsflex. Wer ist Barsflex? Sie bauen Calisthenics-Anlagen, sind aus Österreich, genauer gesagt in der Nähe von Wien. Die bauen qualitativ extrem hochwertige Calisthenics-Anlagen, die modular erweiterbar sind. Und das Coole dabei ist, die arbeiten quasi immer mit verschiedenen Experten zusammen, um wirklich auch das Beste der Produkte herauszuholen, sowohl im Ninja Warrior-Bereich, im Calisthenics-Bereich, im Physio-Bereich und viele andere Bereiche. Hier nur mal ganz kurz erwähnt, was, sag ich mal, für uns die wichtigsten Aspekte sind. Deswegen ist das eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Plus Barsflex supportet seit wirklich Jahren den Calisthenics-Sport, die Community. Die haben die erste portable Wettkampfanlage, die teilweise heute noch in Betrieb ist, erstellt. Und allein dadurch wurde der erste 1AM-Wettkampf 2019 überhaupt möglich, weil sie extra dafür ein Konzept entwickelt haben. Da sieht man einfach, wie sie wirklich am Zahn der Zeit sind, wie sie den Sport pushen und deswegen sind sie auch Partner im Calisthenics Podcast jetzt, was sehr, sehr geil ist. Wenn du aber einen Park bei dir bauen möchtest, in deiner Region vielleicht bauen möchtest, ja, und nicht genau weißt, wie du da herangehen sollst, wen du da ansprechen sollst, dann kann ich dir nur empfehlen, unter www.barsflex.com vorbeizuschauen, da einen Termin für ein Erstgespräch einzutragen, weil dann telefonierst du da mit einem Experten und die geben dir direkt schon mal die richtigen Infos, die Herangehensweisen oder vielleicht sogar schon die richtigen Kontakte zu den Gemeinden mit, damit du da so effizient wie möglich bei dir auch eine sehr, sehr, sehr coole Calisthenics-Anlage realisieren kannst. Deswegen www.bars mit Z Flex wie mein Name.com zusammengeschrieben, mal vorbeischauen und Termin eintragen. Herzlich willkommen hier im Calisthenics Podcast. Wo sind wir denn, wenn du einmal kurz sagen möchtest, wo wir sind? Ja, also mein Name ist Christina Hammer und wir sind gerade im Gym. Also hier trainiere ich schon sehr, sehr oft. Also wenn ich Fitness oder Athletik trainiere, dann hier, weil es hier einfach wirklich ruhig ist. Turnhalle, so Fitness-Lounge-mäßig. Und hier haben wir halt so einen kleinen Bereich für uns und ich denke, dass wir uns richtig gut unterhalten können. Absolut. Das ist die Turnhalle, oder? So heißt die Location hier. Vielen Dank, dass wir hier vor allem drehen dürfen. Jetzt kommen wir aber mal zu dir, Christina. Du bist Boxweltmeisterin. Du bist bekannt fürs Boxen. Wie hast du da überhaupt damit angefangen? Ja, also mit dem Boxen. Boxen ist ein wirklich tougher Sport, nicht nur physisch, sondern auch mental. Und ich war einfach mit 20 die jüngste Weltmeisterin in Europa. Und nicht von irgendeinem Verband, sondern ich habe 2 der größten Verbände getragen, WBC und WBO. Mhm. Und das über 8 Jahre lang. Ich war 8 Jahre lang ungeschlagen, bis ich dann nach Amerika gegangen bin. Mhm. Und ja, da habe ich dann nach 8 Jahren zum ersten Mal verloren. Und das muss mal jemand nachmachen, dass du nicht nur einmal Champion bist, sondern in 2 Gewichtsklassen Champion und das über 8 Jahre lang hältst. Und ja, diese Motivation, auch diese Erfahrung, was mir der Profisport gegeben hat, teile ich natürlich sehr, sehr gerne. Und deswegen
mag es auch voll gerne, mit anderen Sportlern zu sprechen, auch so, ne, das Mindset, weil Sportler haben einfach ein besonderes Mindset. Ja. So, du kommst nicht einfach so an die Weltspitze, wenn du sagst, ja, mal gucken, wie es wird. Nee. Ja, voll. Das wird leider nicht so. Und ja, es ist einfach ein tougher Männersport. Mhm. Und ich habe mit 13 angefangen. Und wie kommt bitte ein Mädchen zum Boxen? Ja. Meine Eltern waren immer sehr, sehr sportbegeistert. Mhm. Und ja, ich bin in Kasachstan geboren und da ist halt Boxen so wie Fußball, Nationalsport. Okay. Und wir haben immer zusammen mit meinen Eltern auch so diese Klassiker, Klitschko, Tyson, sowas im Fernsehen geschaut. Und meine Onkels haben damals trainiert Boxen. Mhm. Und dann bin ich halt ins Gym mitgegangen, weil mich das fasziniert hat. Aha. Ich war halt auch nie so ein Mädchen, so mit Barbies, sondern ich habe denen eher so die Haare abgeschnitten. Ich wollte mit meinem Bruder Fußball spielen. Ich war halt mehr so auf Action, auf Vollgas. Ja. Weil ich war auch sehr hyperaktiv und so die Lehrer wollten mich zupumpen mit Medikamente und die hat ADHS und hast nicht gesehen. Okay. Aber meine Eltern wussten, ey, ich habe einfach nur viel Energie. Ja. Mit mir stimmt alles. Wir und brauchen den richtigen Sport für sie, wo sie sich austoben kann, mehr oder weniger. Und dann habe ich mit Leichtathletik angefangen, so als ich 8 war. Und das hat sich so schnell rauskristallisiert, dass ich voll viel Talent habe, auch so ein Bewegungstalent. Ich brauche Sachen nur 2-3 Mal sehen, ich kann das. Mhm. Ich mache es nach, ich kann das. Ich brauche nicht viel quatschen, sondern einfach learning by doing. Ja. So, ne? Und dadurch bin ich so ins Boxen gekommen. Und das hat mich halt fasziniert, so wie man so stark sein kann. Mhm. Mental auch musst du diese Eier haben, reinzugehen in den Ring und zu sagen, ey, ich hau dich jetzt weg. Ja. Entweder du oder ich. Beziehungsweise da steht auch nochmal jemand gegenüber, der will dich ja weghauen. Genau. Und da musst du ja zum einen schauen, dass du da ordentlich dagegen hältst. Und das ist halt nicht nur Gewalt oder ne, dieses Draufhauen, sondern es ist wirklich viel Technik, viel Ringintelligenz, auch viel Athletik, viel mentale Power, physische Power. Du brauchst mega viel Koordination, ne? Arme, Beine gleichzeitig zu bewegen und dann noch dich zu konzentrieren auf den Gegner, weil der bleibt ja nicht stehen, sondern bewegt sich die ganze Zeit. Ja. So, das ist halt schon ein faszinierender Sport für mich gewesen bis heute. Definitiv. Ich habe ein bisschen zum Kickboxen angefangen und da habe ich erstmal kennengelernt, wie unfassbar komplex. Wir haben erstmal mit normalen Boxen angefangen und dann irgendwann Kicks und so weiter mit reingenommen. Aber dann, da habe ich erstmal selber gecheckt, wie koordinativ anspruchsvoll das ist, wie sehr man mit dem Kopf bei der Sache sein muss, um überhaupt da irgendwie, ja, die Deckung zu halten, Schlag zu geben und so weiter und so fort. Und dann noch gegenüber jemanden zu haben, auf den man ja reagieren muss oder im Idealfall den dominieren kann, habe ich übelsten Respekt davor. Also wirklich crazy. Voll. Abartiger Weil, Sport. Weil guck mal, wenn alles gut läuft, ne, wenn du immer die Leute weghaust, ist ja alles cool. Ja. Aber wenn du mal ein paar Stück, paar Schläge verpasst bekommst, dann brechen halt die meisten. Wenn es schwer wird, dann brichst du und dann kannst du zeigen, wie stark du wirklich bist. Ja. Und ich war immer so, okay, wenn es schwer wird, dann bin ich da. Mhm. Wenn alle aufhören, dann bin ich da. Ja, geil. Ich habe halt immer so dieses, ich liebe Competition, ich liebe den Wettkampf. Ich brauche das einfach für mich. So, das habe ich schon mit meinem Bruder damals gemacht. Geil. Ja, das ist ja vielleicht schon sehr, sehr gut, dass man dann von Anfang an schon so diese Geschwister-Battle, weißt du? Ja, voll. So, wer ist stärker? Nein, ich will stärker sein. Geil. Aber mit 13, da hast du quasi, weil im Endeffekt dein Umfeld dir das so ein bisschen vorgelebt hat, weil die Onkels auch beim Boxen waren und so weiter, so bist du dann da mehr oder weniger dazugekommen. Und was ist dann in dieser Zwischenzeit von 13 bis 20 zum ersten Weltmeistertitel passiert? Wie wird man dann quasi Weltmeisterin? Mhm. Ich war ich habe da meine ersten Kämpfe gemacht, so mit 14. Und ich habe halt nie Angst gehabt. Mhm. Und ich habe auch keine Limit gehabt, weil Kinder, wenn du die machen lässt, die haben keine Limits. Es kommt immer erstmal ein Erwachsener und sagt, ey, du kannst das nicht, ey, du schaffst das nicht. Mhm. Und meine Eltern haben mich halt immer voll supportet, dass ich Sport mache, dass ich mich bewege, egal ob es für Mädchen passend ist oder nicht. Mhm. Und das feiere ich halt so, weil die mich nie unter Druck gesetzt haben oder so, sondern mach, was dir Spaß macht. Mhm. Wenn das Boxen ist, dann ist das Boxen. Mhm. Und ja, ich habe dann meine ersten Kämpfe gemacht. Ich war dann mit 16 deutsche Meisterin. Mhm. Und wie war das vom Gefühl? So der erste große Titel eigentlich? Ja, krass. Ich dachte, ich bin die Königin von Deutschland direkt. Geil. Aber ja, das formt auch das formt halt auch dein Selbstbewusstsein, weil ich war so schüchtern, ich habe nie einen Ton rausbekommen.
Ich war nicht wie heute so, ja, geradeaus Vollgas, sondern bis 16, meinst du so, ja, bis dahin? Krass. Bis so diese ersten Erfolge kamen, ja, ich konnte nicht sprechen. Ich habe mit gar keinen Menschen so wirklich mich ausgetauscht. Mhm. Ich hatte auch nie wirklich Freunde oder so, sondern ich war immer nur mit meinem Bruder, mhm, beim Sport und das war's mit meiner Familie. Und mhm, ich war nie auf Klassenfahrten oder sonst was, weil das ist halt das Opfer, was du bringen musst. Mhm. Wegen so, dem Sport, ja, weil du immer trainiert hast quasi. Genau, wo andere, okay, auf Klassenfahrt waren oder im Urlaub, da bin ich zum Training gegangen. Mhm. Sondern das ist halt der Preis, den du trägst. Ne? Mhm. Aber viele sagen halt auch zu mir so, ja, du hast deine Jugend geopfert und so weiter. Aber ey, für was ist denn bitte die Jugend da? Du musst dich aufbauen, du musst was machen, du musst ein Fundament in deinem Leben setzen. Mhm. Und das hat mir voll geholfen, bis heute so. Mhm. Und deswegen mag ich einfach Boxen, weil wenn du etwas gut machst, dadurch wirst du stärker, auch, mhm, mental. Ja, absolut. Und dann natürlich auch zu sehen, dass sich das auch irgendwann auszahlt. Zu sehen, die Zeit, die man investiert hat, führt dann auch dazu, dass man deutsche Meisterin, später Weltmeisterin wird. Warst du, sagen wir mal, schüchtern in dem Sinne, weil du einfach immer was anderes gemacht hast, geboxt hast und dadurch halt schwierig irgendwie Leute in deinem Umfeld aus der Schule und so weiter hattest? Oder war das eher, weil du selber einfach schüchtern war es quasi, weil du dachtest, irgendjemand anders, keine Ahnung, könnte dich unterdrücken oder je nachdem irgendwas? Nee, ich war einfach so ängstlich. Ich habe mich nicht getraut, ja, so mit Menschen mich auszutauschen und ich habe einfach nicht dieses Selbstbewusstsein gehabt wie heute, ja, wo ich auch meine, also ne, wo ich einfach so, ja, meine Meinung äußern kann, mhm, und ich war sehr so introvertiert. Ja. Und das hat mir einfach Boxen gegeben. In einem schwachen Moment hat es mir Stärke gegeben, weil im Boxen, mhm, oder im Boxgym, im Boxring, ich war einfach frei. Mhm. Ich konnte mich so bewegen, wie ich möchte, nicht wie Menschen das von mir erwartet haben. Mhm. Und da war ich immer so ein bisschen vorsichtig, so, weil wenn du Mädchen bist, wenn du boxst, dann haben die Leute viele Vorurteile und dann direkt so, ja, du sehr asozial, nur Ausländer boxen und so weiter. Okay. Aber Boxen mit einem 30-Euro- Investment, mhm, was ich gemacht habe mit diesen Boxhandschuhen, ja, habe ich einfach mein komplettes Leben aufgebaut. Ja. Und du bleibst halt auch weg von der Straße, du bleibst halt weg von negativen Dingen. Und das kann ich nur jedem Jugendlichen empfehlen, sodass man einfach trainiert, dass man etwas macht, egal ob es Boxen oder ein anderes Sportart ist. Mhm. So, bleib weg von dieser Straße und von diesen negativen Einflüssen. Und wie man hier in der heutigen Social-Media-Welt sieht, es gibt super viele schlechte Vorbilder, was, ja, ich einfach sehr gefährlich finde, gerade für die jüngere Generation. Ja. Da, wir haben ja, weil wir ja in Dortmund sind, morgen ist ja in FIBO oder heute auch in Köln. Und ich glaube, da werden wir den einen oder anderen sehen. Also, weil ich sehe das nämlich genauso wie du. Ja, da werden wir morgen einige davon sehen, glaube ich. Also, lass uns mal so stehen. Definitiv. Krass, ja. Und wie siehst du das? Beziehungsweise, was war dann quasi der deutschen Meisterin, 16 Jahre alt warst du da, mhm, dann was ist in den 4 Jahren passiert zur Weltmeisterin, vor allem wie funktioniert das dann auch, also wie funktioniert die Qualifikation, wann darf man überhaupt in einem Verband einen Weltmeisterkampf machen, nimm uns da mal so ein bisschen mit. Ja, also danach wurde ich ja deutsche Meisterin und dann hat mich mein Trainer entdeckt, der auch aus Dortmund kommt, mhm, weil ich komme aus so einem ganz kleinen Dorf, das ist so ein 8000-Seelen-Dorf, mhm, und da war halt so ein kleiner süßer Boxverein, auch so 20 Kilometer entfernt, ich weiß noch, ich bin immer mit dem Bus oder ja, dann gefahren, wenn mich meine Eltern nicht bringen konnten, ja, und ich bin dann mit 18 Jahren nach Dortmund gezogen. Ich dachte mir, okay, weil mein Trainer das sagt, dass ich das schaffen kann als Pro und als Weltmeisterin, dann probiere ich das einfach. Mhm. Und meine Eltern haben halt wir haben halt so einen Deal gemacht, dass wenn ich mein Abi mache, dann darf ich umziehen. Wenn, okay, ich meine Schule beende, dann darf ich Profisport machen. Ja. So, ich musste einfach diese, ja, Bildung durchführen, ja, und durchziehen. Und dafür bin ich voll dankbar, dass meine, ja, Eltern so streng waren, dass sie gesagt haben, nee, du schiebst jetzt keine Superstar-Filme, sondern du bleibst bei deiner Schule, ja, du machst das zu Ende. Und das war halt schon eine harte Zeit, weil ich bin dann aus so einem süßen Dorf direkt in die Großstadt wie Dortmund gezogen und ich habe kein Geld gehabt oder, ja, mit einem goldenen Löffel geboren oder Internat, ja, oder so, sondern ich bin einfach eiskalt hier in die Nordstadt gezogen, das ist halt so das Ghetto, okay, weil ich mir so eine Einzimmerwohnung nur leisten konnte. Mhm.
Und ich weiß noch wie heute, ich bin durchs Netto gelaufen mit einem Taschenrechner, weil ich dachte immer, oh mein Gott, ich will mich nicht blamieren an der Kasse, wenn mir irgendwas an Geld fehlt. Ich habe das alles zusammengerechnet, dass ich mir ja das Minimum an Lebensmittel kaufen konnte, damit ich Leistung bringen kann im Training. Und das vergessen halt voll viele, dass man nicht immer alles Glanz und Gloria ist, sondern dass du wirklich viel leiden musst, dass du das alles in Kauf nehmen musst für deinen Triumph, für deinen Erfolg. Ja. Der kommt dir nicht auf den Schoß hier zugeflogen, sondern du musst was dafür tun. Du musst hart arbeiten dafür, auch smart arbeiten. Und ich habe dann einfach ja, die Chance genutzt, mit meinem Trainer noch professioneller zu trainieren, weil hier gibt es natürlich viel bessere Bedingungen, Leistungsradikalen, wo ich viel nochmal meine Leistung ausbauen konnte. Nebenbei habe ich noch im Fitnessstudio gearbeitet, hier an der Theke so, mit Shakes am Machen, dann noch Schule, dann noch Kämpfe. Dann habe ich so ein paar Probekämpfe gemacht vor so Promotern. Und, was heißt das? Oder? Damit die halt mich sehen können. Die haben gesagt, okay, wir können dir eine Chance geben, aber du musst erstmal zeigen, was du drauf hast. Und was genau ist von den Promotern der Job oder was sind die von großen Organisationen oder was sind es quasi für Leute? Die organisieren die Kämpfe, die organisieren die Veranstaltungen, die platzieren dich dann bei zum Beispiel auch den Ranglisten und so weiter. Ja. Und ja, die sind halt so wie so ein Eventmanager, sag ich mal so. Okay, also quasi die scouten so ein bisschen. Ja, genau. Okay. Und dann hast du da Kämpfe vor denen gehabt, oder? Genau, und dann haben die mich halt auch dann genommen und gesagt, hey, wir wollen dich haben, du hast Potenzial. Und dann habe ich halt einen Profivertrag bekommen und dann habe ich direkt meinen Job gekündigt. Geil. Okay, so einen Profivertrag, kann man da dann schon davon leben quasi auch? Ja, kann, also schon zum Teil, ja. Ja. Habe ich auch, auf jeden Fall. Aber klar, musst du als Frau noch ein bisschen smarter als die anderen sein, weil du wirst nicht mehr reich von diesen Sachen. Sondern ich habe halt das genutzt, dass ich anders aussehe als die meisten, dass ich keine schiefe Nase habe, dass ich halt auch ja, einen deutschen Namen habe, weil was tatsächlich mein Name ist, Hammer. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ich habe trotzdem noch meine Schule weitergemacht und mein Studium. Dann, es hat zwar länger gedauert, aber wen juckt's, ganz ehrlich. So, Hauptsache, du machst es. Ja, voll. Okay, und die haben dich dann quasi bei WCO oder wo war das? Was für eine Organisation? Wurdest du das erste Mal Weltmeisterin? Der Boxstall hieß SES damals. Und dann platzieren die dich, ne? Wenn die eine Veranstaltung machen, dann sagen die, ey, du hast einen Kampf gegen die und die und dann setzen sie dich so. Und dann habe ich Step by Step mich da hoch durchgeboxt. Ja. Und dass ich halt 2010 die Chance bekommen habe zur Weltmeisterschaft. Das war nach meinem 8. Profikampf, glaube ich, weil ich alle vorzeitig einfach durch K.O. gewonnen habe. Weil ich einfach draufgegangen bin. Ich denke mir so, ich darf da keinen Platz lassen. Ich muss die alle weghauen. Ja. Ich muss einfach zeigen, was ich kann. So. Das ist meine Chance. Ja. So viele zerbrechen an dem Druck und an dem Licht. Aber ich bin dann noch mehr abgegangen, weil ich dachte mir so, ey, ich habe so viel getan dafür. Nutze einfach diese Chance. Noch mehr Leute schauen dir zu. Das ist doch geil. Das ist doch das, wofür ich hier kämpfe. Damit ich gesehen werde, damit ich auch diesen Respekt und diese Anerkennung bekomme. Und deswegen hat mich das einfach voll motiviert, da Gas zu geben. Und diesen Moment werde ich nie vergessen, als meine Hand hochging. Ich habe davon immer geträumt. Und das war schon ein heftiges Feeling. Und deswegen, danach ist mein Ego und mein Selbstbewusstsein exponentiell nach oben gestiegen. Krass, mega. Und wie, ja, was verändert sich dadurch auch dann quasi in, also einmal mit dir persönlich, aber zum anderen natürlich auch, sag ich mal, businesstechnisch vielleicht oder boxtechnisch, wenn du Weltmeisterin bist? Alles. Ja? Dein komplettes Umfeld. Auch wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Und dann kommen die ganzen Geier an und kleben an deinem Arsch. Okay. Und wollen so, ey, Christina, ey, ey. Und wollen sich an den dran heften. Und da siehst du halt ganz genau so, okay, wer ist halt mit dir, weil du jemand bist und wer ist tatsächlich da, weil er dich gut findet oder weil er dich unterstützt. Und ich habe das früher nicht gerafft, weil ich war einfach zu jung. So, ich war einfach so voll so unbeholfen, so unschuldig, voll süß und auch extrem naiv. Und dann kriegst du halt den ersten Schlag, wenn irgendwelche, ja, irgendwelche Abmahnungen von irgendwelchen scheiß Anwälten kommen und so. Okay. Wo zum Beispiel irgendwelche Trainer sagen, ey, ich habe Anspruch auf deinen Erfolg. Wo ich denke mir so, wow, wie kann man denn so sein? Ich habe doch gerade erst den WM-Gürtel gewonnen, was willst du jetzt von mir?
Und dann Trainer, die dich davor unterstützt haben, oder wie? Ja, genau. Und dann haben, also ne, ich weiß noch genau, ich habe damals, als ich 16 war, so eine Vereinbarung unterschrieben, so von dem Boxverein. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte mir so, ja, der hat mich unterstützt, alles cool, machen wir schon. Und dann kam auf einmal direkt so ein Anwaltsschreiben reingeflattert in mein Haus, so in meinen Briefkasten, wo der Trainer gesagt hat, ey, ich habe Anspruch auf deinen Erfolg, gib mal ein Stück ab. Ich bin der letzte Mensch, der nichts abgibt. Ja. So, ich teile gerne, aber nicht auf so eine Art und Weise. Voll. Und da habe ich den ersten Schlag schon mal gekriegt, wo ich dachte mir so, wow, wie können denn Menschen so drauf sein? Und da wusste ich, okay, ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja, also ein bisschen aufgewacht auch so, was eigentlich dann wirklich abgeht und was da dahinter steckt. Ja, und auch Menschen. Ja. So, weil ich war ja immer nur in meiner Bubble, in meiner Profisportszene und ich habe mich nur auf mich selber konzentriert und alles andere war für mich so, ja, geht schon und doch. Wie Sportler sind, ach egal, geh, weiter geht's. Ja, mehr Gas geben, dann wird's schon passen. Aber das hat mich schon ziemlich schockiert, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Ja. Aber ja, das sind halt alles Erfahrungen. Was am Ende des Tages auch wieder was Positives mit sich bringt, weil nochmal passiert dir sowas dann wahrscheinlich nicht. Oder generell, dass du einfach mit einem anderen Auge da nochmal mit Leuten umgehst und mit Leuten umgehst und da ein bisschen mehr hinterfragst wahrscheinlich, was ja ganz normal ist, wenn man so jung ist, woher soll man es wissen? Mhm. Und wer hat gedacht, dass du mit 16 Weltmeisterin dann wirst, 4 Jahre später, hätte ja auch alles passieren können. Krass, crazy. Und wie ging das dann weiter, weil du hast ja quasi 8 Jahre am Stück den Titel verteidigt, richtig? Und das aber in 2 Gewichtsklassen. Genau, ich habe in 2 Gewichtsklassen Titel geholt. Einmal 72,5 und einmal 76, Super, Mittel und Mittelgewicht. Mhm. Und ich habe sogar versucht, einmal 3. Gewichtsklasse, 69 Kilo zu machen. Mhm. Puh, das war so hart. Weil? Gewicht machen. Ja. Es ist einfach asozial. Was wiegst du jetzt, sag ich mal, normal in der Off-Season? 76. Okay. Ich halte mich immer relativ gut, weil es einfach mein Körper ist, mein Kapital. Ja. Und 69 Kilo war schon eine extreme Herausforderung. Mein Trainer hat gesagt, mach das nicht, es tut dir nicht gut, du wirst darunter leiden, dein Körper wird leiden. Aber was wollte ich? Ich wollte einfach und ich dachte mir, ach, das schaffe ich schon, ach, kein Problem, wird schon, dann hungere ich halt ein bisschen mehr, aha, aha. Und dann, ich habe richtig krass gelitten, ich habe extrem gehungert und auch so diese Nebenerscheinungen, was dein Körper halt dann dir zeigt, wie zum Beispiel bei Frauen, auf einmal Periode ist ausgeblieben, ein Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, halbes Jahr, 1 Jahr. Und dann denkst du auch so, wow, was habe ich gemacht? Mhm. Vor allem als Frau noch mal intensiver eigentlich als bei einem Mann dann am Ende. Ja. Und bei diesen, ich war wirklich ganz, ganz trocken und ich war extrem abgemagert. Okay. Und an diesem Tag war es auch noch so heiß, der heißeste Tag überhaupt. Ja. Und diese Halle war keine Klimaanlage, das weiß ich genau. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie soll ich das hier machen? Und ich dachte mir, scheiß drauf, mach einfach, wie sonst auch, zieh durch einfach. Ja. Und dann ersten 4 Runden lief alles gut, ich habe die gut mit Technik besiegt, so gut im Griff gehabt, aber die ist halt immer Runde zu Runde immer asozialer geworden, wie wenn du schlägst, dass du den Ellbogen mit nachziehst oder dann hältst und dann mit der anderen Hand auf den Hinterkopf haust. Okay. Und ich habe das dann nicht mehr ausgehalten, dass ich dann von diesem Hinterkopfschlag runtergegangen bin. Ah, krass. Weil du darfst nicht auf dem Hinterkopf hauen. Du kannst halt nur dieses Sichtfenster maximal noch Ohr, obwohl Ohr eigentlich auch nicht, weil da ist der Gleichgewichtssinn drin. Ja. Ja, und dann bin ich runtergegangen, die wurde halt disqualifiziert. Und dann kam halt so der erste Shitstorm auf Social Media auch so. Für dich? Ja. Warum? Weil alle gesagt haben, ja, du bist K.O. gegangen, du bist kein Champion, du bist so und so und steh doch einfach zu, du bist runtergegangen, K.O. gegangen und trägst trotzdem noch deine Gürtel hin und her. Asozial. Krass. Das ist nicht cool. Und da habe ich echt so, das war so eine harte Lektion für mich. War das so der erste Shitstorm? Ja, wie weil war ich das für bis dich? Dahin immer alles weggehauen habe. Ja, krass. Und aber ja, wie war das dann für dich? Das war richtig hart. Das erste hart. Mal so. Das war richtig hart, weil da gab es halt dann voll die Diskussion noch mit dem Verband, dass sie mir sogar den Titel aberkannt haben und gesagt haben so, weil normalerweise, wenn du bis nach der 4. Runde die Punkte hast, werden die Punkte ausgezählt und dann wird der Sieger ermittelt. Und ich war vorne. Ja. Ich war ganz klar vorne. Und dann haben die halt No Contest draus gemacht, also Kampf ohne Wertung.
wo ich dachte mir so, wie scheiße ist das denn? So, hä, ich habe nichts Unerlaubtes getan, sondern ja. sie. Und mir wird mein Titel aberkannt, so komisch. Aber krass. 69 Kilo, ich ja. war da ja noch keine Weltmeisterin. Ja, ja. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann ist das so. Aber ich habe mich dann komplett zurückgezogen zu meiner Familie. Ich habe mein Handy ausgemacht. Ich habe mich erstmal nur auf mich selber konzentriert, weil ich einfach so dünn war. Ich habe gefroren im Sommer. Boah, okay. Ich habe richtig so, ich habe einfach krass gefroren. Und weil ich einfach mit dem Körperfettanteil bis 7% runtergegangen bin. Boah, krass. Das ist schon also ja. ist schon super gefährlich für eine Frau. Ja, vor allem über eine längere Zeit ja dann auch hinweg und da gleichzeitig dann aber noch Leistungen zu erbringen, ja. ist ja schon dann sehr kritisch dann, ja. Aber da merkst du auch, ja. wie stark dieser Wille ist. Ja. So, du kannst über ganz, ganz viele Grenzen hinausgehen, wenn du wirklich entschlossen bist und durchziehen willst, egal was kommt. Mhm. Und dachte mir so, krass, ich habe es einfach durchgezogen, aber ja, ich muss aus den Fehlern lernen. Ja. Was war gerade in der Zeit, wo du dann ja mental schon eine große Herausforderung durch den Shitstorm, durch die Aktion hattest, aber gleichzeitig körperlich auch ja in einer schlechten Verfassung warst im Endeffekt? Was waren da so die größten Learnings für dich? Mit was bist du da rausgegangen? Dass ich auf jeden Fall nicht mehr über meine körperlichen Grenzen hinausgehe. So 69 Kilo kann ich nicht mehr gehen. Ja. Geht nicht. Weil das einfach nicht tragbar für meinen Körper ist. Ich bin zu groß. Wie groß bist du für die Podcast-Hörerinnen? Ja. ja, ich bin 1,80 Meter und ja. ich wiege normalerweise immer so 76 Kilo. Mhm. Und so für mich war 72 Kilo voll gut. Mhm. Habe ich immer gut geschafft, so mit 8 Wochen knallhart Diät so. Auch auf bestimmte Sachen wie Gluten, Milchprodukte zu verzichten. Ja. Da habe ich das gut hingekriegt, aber so 69 Kilo war für mich No-Go. Okay. Geht gar nicht. Krass. Hast du, also weil... Aus dem MMA kennt man viel mit Wasser machen und so weiter. Dass die teilweise da innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen 10 Kilo irgendwie abnehmen. Mhm. Machst du sowas auch? Oder wie stehst du da dazu? Vor allem für Frauen. Ich meine, ja, wie ist das da? Weil, guck mal, Frauen und Männer nehmen komplett unterschiedlich ab, weil ja. wir haben ganz anderen Hormonspiegel, anderen Hormonhaushalt und du hast zum Beispiel mehr Testo als ich oder ich habe mehr Testosteron als die meisten Frauen und das ist so gefährlich, was die machen. Das ist wirklich lebensbedrohlich schon und unser Körper besteht ja aus 80% aus Wasser und wir brauchen auch Wasser, um zu funktionieren, um unsere Gehirnfunktion ja. zu erhalten, auch die Konzentration und mach das mal, dann weißt du, wie hart am Limit das wirklich ist. Ich habe das einmal gemacht, dachte ich mir, nie wieder in meinem Leben. Mhm. Weil, ja, bin ich bescheuert, oder was? Ich will doch nicht leiden, ich will mich doch nicht quälen. Ich quäle mich ja so schon im Training. Kommt da ja brauche ich nicht noch sowas, wo ich einfach so halb kollabiere. Ja. Und das Ding ist, du kannst dich gar nicht von heute auf morgen innerhalb von 24 Stunden so schnell erholen, wie du das eigentlich brauchst für einen Kampf. Das denke ich mir nämlich immer, weil die Waage ist ja einen Tag vorher, 24 Stunden plus minus. Und ich denke mir immer so, wenn die dann da wirklich leiden, ich meine, man kriegt das ja immer wieder mit. Und wie können die dann quasi innerhalb von 24 Stunden die maximale Leistung ja irgendwo auch erbringen, die sie 3-4 Monate vorher aufgebaut haben, an einem Tag, wenn es dir 24 Stunden vorher so dreckig geht eigentlich? Ja, das geht gar nicht so richtig 100%. Ja. Klar wird dann auch mit anderen Mitteln gearbeitet, mit Infusionen und so weiter, weil du gar nicht so viel essen kannst, wie du eigentlich brauchst auch. Deine Zellen können das gar nicht so schnell verarbeiten oder dein Magen und Darm, so, weil du einfach dich fast ausgesaugt hast und dann das schnell wieder zuzuführen, ist bedenklich. Ja. Und gerade bei Frauen ist wirklich wieder so, ne, Hormonsystem wird in den Keller gefahren und du kriegst halt extrem viele Probleme. Und gerade für Frauen ist es super gefährlich, weil wir einfach andere Organe, andere Zusammensetzung haben. Deswegen empfehle ich jeder Frau einfach, das entspannter zu machen durch eine richtige Ernährungsumstellung. Und das habe ich halt immer konstant gemacht. So, ich war smarter als die meisten. Mhm. Und ich habe mir halt an so professionelleren Leuten Beispiele genommen, wie zum Beispiel Klitschko. Mhm. Der war nie außer Form. Mhm. Wladimir, weil der ist einfach ein heftiger Athlet, der hat eine krasse Disziplin. Und nicht nur Disziplin zu haben beim Training, sondern auch beim Essen. Mhm. Da hört es bei den meisten schon auf. Ja. So, die sich zusammenzureißen, wenn, egal was hier vorne liegt, wenn ich weiß, ich kann das nicht gerade essen, weil das nicht in meinen Plan passt, weil ich kämpfen muss, dann esse ich das nicht. Mhm. So, ich habe diese Disziplin, ist okay, ich habe mich auch trainiert so mit meinem Mind so,
Weil die meisten denken so, mein Gott, ich will es, ich will es. Ich denke mir so, nö, alles cool, brauche ich nicht. Werd ruhig fett, ich nicht. Kannst immer Sachen auf zwei Arten sehen. Ja. So. Und deine Gedanken spielen eine große Rolle beim Erfolg. Extrem. Also wahrscheinlich die größte Rolle schon fast, weil 100%. Das leitet dich ja irgendwo auch. Aber die meisten geben ja schon im Kopf auf. Ja. Wenn du läufst, wenn du rennst, was sagt dein Kopf zuerst? Ich kann nicht mehr. Das tut Hör weh. Auf, lauf doch ein bisschen langsamer, ist doch nicht so schlimm. So weißt du, und dein Körper folgt deinen Gedanken, nicht andersrum. Ja. Der Körper kommt richtig lange. Ja, absolut. Was man ja in Extremsituationen dann wiederum sieht. Ja. Krass. Wenn wir da gerade mal über diesen verlorenen Kampf gehen, wo du ja auch gesagt hast, das ging nicht so wirklich mit guten Dingen zu. Wie sieht es da denn generell aus in dem ganzen Boxsport, in dem Boxbusiness so? Hm. Es wird mich mal sehr, sehr interessieren, wie das auch hinter den Kulissen aussieht, weil ich habe immer so das Gefühl, sehr viel Politik da mit dabei. Ja. Es gibt verschiedene Verbände. Gib uns da mal so ein bisschen einen Überblick. Vor allem als Frau auch, weil es ja schon irgendwie so ein bisschen Männer dominiert, der Sport. Wie das für dich ist, was da so deine Erfahrungen waren, sind. Boxen sehr spannend. Ja, Boxen ist einer der härtesten Sportarten und auch das härteste Business, glaube ich. Im Fußball oder in Musik ist es so ähnlich, weil überall, wo Geld ist, sind die Geier. Und die Blutsauger und natürlich auch zwielichtige Gestalten. Und Boxen finde ich manchmal so, da sammelt sich jeder, der irgendwie versucht, irgendwas zu melden. Okay. Und es ist wirklich schwierig, gerade als Frau, sich da durchzuboxen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Weil viele haben in mir so mal ein bisschen diese Dollarmaschine gesehen. Klar, kann man mit mir einfach. So mit dir kann man Geld verdienen, genau. So quasi. Du bist unser Zugpferd und du bringst uns im Endeffekt gutes Geld ein, weil wir dich geil vermarkten können oder je nachdem. Aber es wird halt ganz oft auch mit der Hoffnung der Athleten gespielt. Mhm. Weil du willst ja um jeden Preis kämpfen. Du willst zeigen, wer du bist. Und da wird halt wirklich viel mit so Hoffnung und Illusion gearbeitet. Und dann auf einmal wartest du auf dein Geld, was dir eigentlich versprochen wurde. Und du wartest, ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Und zum Beispiel, ich war deutsche Nationalmannschaft am Boxen und ich habe bis heute nicht mal mein Geld. So, ich hoffe, dass es nächsten Monat kommt und so. Ich habe natürlich auch nicht aufgegeben, auch da, weil ich denke mir so, nein, ich kann euch nicht davon kommen lassen. Ja. Weil was ist denn das auch für ein Signal für andere Sportler? Ja. So, aufgeben ist keine Option. Ja. Und das ist halt voll traurig, dass es ganz oft so mit Athleten gespielt wird, weil die so ein bisschen ausnutzt, die Hoffnung, deren Willen wirklich was zu reißen, stark oder einfach Titel zu gewinnen und das Maximale aus sich rauszuholen. Ja, und die Promoter haben meistens immer mehr Geld als die Kämpfer verdient. Alles schon. Und wie kann das sein, dass ich meinen Kopf im Ring hinhalte und du sitzt da auf deinem Stuhl, entspannst dich, chillst und frisst deinen Burger und kriegst einfach mehr Geld als ich? Und das ist halt das Game so. Die sind einfach gnadenlos. Auch diese Boxpolitik ist besonders. Okay. Und da ist es halt so, wenn du die richtigen Leute kennst, du kommst nach vorne. Wenn du nicht die richtigen Leute kennst, du wirst getackert. Und, was heißt getackert? Ja, du wirst einfach auseinandergenommen. Okay. So mit Verträgen, Knebelverträge. Und die meisten Athleten haben keine krassen Anwälte am Start, weil es einfach Geld kostet. Ja. So, wenn du von nichts kommst und dir was aufbaust, dann nimmst du jede Chance wahr. Ja, klar. Ja. Und wenn du dann mit Anwälten kommst und, sag ich mal, diese Schiene fährst, dann wirst du wahrscheinlich halt einfach trotzdem keine Kämpfe bekommen, weil die anderen Leute, weil die entscheiden ja im Endeffekt, wer wo kämpft, oder? Ist es so oder ist es? Es ist so eine eigene Community, finde ich. Okay. Das ist wirklich sehr, sehr eigen. Okay. Und aber dennoch kannst du aus jeder Niederlage etwas Gutes machen. Ja. Und auch diese Fehler, ich habe so viele Fehler gemacht, brutal. Mhm. Ich habe auch richtig viel dafür gezahlt. Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen? Ein, zwei Beispiele, ich habe 100 Beispiele. Die prominentesten für dich. Auch so zum Beispiel, dass du vor dem Kampf in dein Hotelzimmer gelotst wirst und sagst so, hey, hier Vertragsverlängerung, unterschreib mal, wenn du jetzt kämpfen willst, unterschreib. Ich denke mir so, hä? Wie? Unterschreib jetzt.
Und du denkst so, ja, ich will kämpfen, ich will auch Geld verdienen. Ja, hier so und so, das und das. Ich denke mir so, ja, okay, mach ich. Ich will doch kämpfen. Ich denke mir heute so, wie kann man mich vor dem Kampf so abholen, ja, und sagen, voll. Ey, unterschreib deine Vertragsverlängerung. Wenn du das nicht unterschreibst, dann kriegst du kein Geld und auch keinen Vertrag. Ja. Und ich denke mir so, geile Erpressung, ey. Und Alter, so eine krass. Sachen laufen einfach. Okay. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst, was ich da mache. Sondern ich dachte mir so, ja, ich krieg Kämpfe, ich krieg Geld, passt. Ja, wird schon ich unterschreibe irgendwie. Aber ja, das war halt auch so eine Lektion meines Lebens. Und dann war ich halt 5 Jahre in diesem Boxverein, also Boxpromotion, ja, unter Vertrag. Und ja, ich habe halt immer hinter den Männern geboxt, obwohl ich teilweise viel besser war. Mhm. Aber ich war halt immer hinten dran. Mhm. So, weil also quasi ich eine Frau bin. Bei so einem, bei einer Veranstaltung muss man ja sagen, da sind ja immer 10, 12 Kämpfe dann teilweise und da quasi in der Reihenfolge, wann wer kämpft sozusagen, da hinten dran, das meinst genau. du? Genau, das gibt ja immer einen Hauptkampf und ja, das sind immer meistens Männer, ja, WM-Kampf und ja, dann wird es halt gestaffelt, ne, zack, zack, runter, mhm, und auch nach Quizklassen meistens, mhm, und ich war halt immer hinten dran, egal wie gut ich war, egal wie oft ich Weltmeisterin geworden bin und das hat mich einfach gestört. Mhm. Weil ich wollte auch gesehen werden. Ich wollte auch diese Anerkennung bekommen für meine Leistung. Mhm. Weil ich trainiere genauso, ich opfer genauso. Ich bin meistens noch viel disziplinierter, was Essen, mhm, und Gewicht machen angeht, als die anderen. Und da dachte ich mir, okay, ich muss diese Mission einfach gehen, mhm, um das Frauenboxen ein bisschen zu revolutionieren. Mhm. Weil das ist halt auch ausschlaggebend für die nächste Generation, nicht nur für mich. Ja. Und ich wollte halt immer zeigen, dass man stark sein kann, dass man intelligent sein kann und dass du auch ja attraktiv sein kannst, so, mhm, deswegen auch dieses Ladyhammer, ja, du kannst eine Frau sein, aber du kannst auch ein Biest sein im, ja, Ring, das eine schießt das andere nicht aus und deswegen wollte ich einfach so mit gutem Beispiel vorangehen und gesehen werden und das, dann dachte ich mir, okay, ich muss es einfach durchziehen, es kommt mein Tag, es kommt diese, ja, Chance, ich muss mich halt härter durchboxen als alle anderen. Ja. Du ebnest gleichzeitig aber auch irgendwo den Weg für die Mädels, die hinter dir quasi kommen. Wie ist jetzt so die Frauenboxen generell? Ist es im Vergleich zu eben vor 5, 6, 7, 8 Jahren, ist es jetzt, sag ich mal, genießt mehr Anerkennung? Wie ist es da jetzt so? Ich verfolge viel auch MMA und da zum Beispiel ist ja auch mein Hauptkampf eben in Frankfurt ein Frauenkampf zum, ja, Beispiel. Ist es beim Boxen auch so, dass es mittlerweile in diese Richtung geht? Oder? Auf jeden Fall, okay, weil guck mal, Frauenboxen war bis 2012 gar nicht olympisch. Mhm. Nur Männerboxen. Ja. Und das ist halt dann olympisch geworden und dadurch kommen halt voll viele nach, weil die Förderung klappt und dann haben viele Frauen einfach die Chance, mehr aus ihrem Talent zu machen. Mhm. Und jetzt sieht es viel, viel besser schon aus, weil auch zum Beispiel England ist ein Riesenmarkt für Frauenboxen, der Staat fördert das. Und ja, hier in Deutschland ist es halt ein bisschen schwierig, aber Amerika, alle anderen Länder supporten das. Mhm. Und ich finde das halt mega, dass richtig viele starke Athletinnen gerade vorankommen und auch Geld mit ihrem Sport verdienen. Ja, warum ist es in Deutschland schwierig? Weil sich einfach auch die Medien ein bisschen zurückgezogen haben. Nach Corona ist wirklich sehr, sehr viel gebrochen. Okay, also Überberichterstattung, wenn irgendwas passiert etc. Hast ja gerade, eben haben wir vorher, genau, schon kurz drüber gesprochen, dass quasi da Leistung ja im Endeffekt weniger anerkannt wird, auch unabhängig von Fußball, kann man ja, ja, fast sagen. Wie ist es primär dann, nimmst du es so, als primär hier in Deutschland so ist? Wenn du sagst, in Amerika, in England, da wird das deutlich mehr gepusht vor allem. Ja, weil Deutschland ist halt mehr auf diese Trash-Schiene, so, ne, Fame-Fighting und so weiter. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand das als Show macht, mach, was du willst. Aber das Problem ist, dass auch diese Sichtbarkeit von Athleten und Talenten nicht mehr gegeben wird. Mhm. Es wird Trash gezeigt, aber keine tatsächlichen Leistungen so. Mhm. Und wenn, ich war ja auch mal auf dieser Fight Night und da wurden Influencer mit Athleten gemischt auf einer Veranstaltung. Mhm. Und die Athleten wurden einfach ausgebuht teilweise, wo ich mir denke, so, wie kann das sein? Das ist wirklich ästhetische Kunst, was die machen. Ja. Das ist wirklich Power, das ist Technik, das ist Schnelligkeit. Die haben echt top geboxt, ein paar Boxer davon. Und dann kommen irgendwelche Trash-Leute, die sich einfach nur fetzen wollen und wehtun wollen.
da wird die Halle zum Beben gebracht. Und ich denke so, hä? Was ist das denn für eine Wertschätzung? Was ist das denn für eine Wahrnehmung? Aber das spiegelt ja auch unsere Gesellschaft wieder. Ja. So, es klingt zwar hart, aber es ist einfach so. Voll. Die Leute fühlen sich so entertained, wenn sich Leute wehtun, wenn die einfach Bullshit übereinander quatschen und sagen, ey, du bist so, ey, ich fick deine Mutter, dies, das. Ich denke so, wow, das kann doch nicht sein. Wie kann denn sowas platziert werden und gezeigt werden und andere Athleten fallen runter? Ja, voll. Also das, was du da gerade auch ansprichst, sind ja dann primär, falls die Leute das noch nicht so mitkriegen, sehr, sehr viel so Influencer, Leute, die Trash-TV machen, also so bei RTL und so weiter, irgendwelche Formate drehen, und die fangen jetzt an, regelmäßig irgendwelche Kämpfe auszutragen und das zu promoten, in Anführungszeichen. Ja. Und darum geht es am Ende, um die Leute ein bisschen abzuholen quasi. Und das ist dann, weil das habe ich mich nämlich auch mal gefragt, wie das dann quasi für einen richtigen Sportler, eine richtige Sportlerin in dem Sport sein muss, wenn das quasi so durch den Dreck gezogen wird, ist jetzt hart formuliert vielleicht, aber ist vielleicht so, weil am Ende des Tages bringen die sehr, sehr viel Leute mit irgendwo. Also ist es, viele argumentieren ja auch irgendwo dahingehend, dass es gut für den Sport, weil Aufmerksamkeit darauf noch mehr kommt wegen solchen Leuten. Aber so wie du es jetzt auch gesagt hast, ist halt auch schwierig. Auf jeden Fall, weil zum Beispiel, es ist ja nicht in Deutschland entsprungen, diese Influencer-Boxen, sondern es kommt ja viel mehr aus Amerika und aus UK, da machen die das schon viel, viel länger, weil ich beobachte natürlich auch, was in UK abgeht und was in Amerika ist, weil das ist einfach ein viel, also geileres Boxen. Ja. Und ja, die Spitze, top of the top, befindet sich da in Amerika und UK. Ja. Und deswegen gucke ich halt immer so, okay, was machen die? Und die haben angefangen mit diesen Influencer-Boxen. Ah, okay. Und deswegen ist es hier nach Deutschland gekommen. Die haben es so, mein Kollege hat das organisiert, ja. Und der macht gute Veranstaltungen, keine Frage. Aber zum Beispiel in UK, da setzen die auch richtige Sportler mit zum Beispiel Influencer-Boxen zusammen. Aber das ist ein ganz anderes Niveau. Ein ganz anderes Niveau. Da wird nicht so extrem auf diesen Trash gesetzt. Auch, aber die differenzieren das zwischen Athleten und diese ganzen Influencer. Hobbysportler. Ja, die es mal so ausprobieren oder sich fetzen wollen oder ein Beef austragen wollen. Mhm. Und die feiern die Athleten ganz anders. Die Wahrnehmung und die Wertschätzung ist dennoch für die Athleten da. Mhm. Und das finde ich voll schade in Deutschland, dass es nur noch um diesen Trash geht und auch so um dieses, draufhauen und dieses Gewalt. Wer ist noch asozialer? Und wer ist asozial und wer vermarktet das am besten und wer macht schon Stress vor der Waage, also vor dem Kampf und bei der Waage und so. Ja. Thema Trash-Talk. Machst du das auch bei deinen Kämpfen quasi? Es gehört ja irgendwie so ein bisschen zu dem Sport irgendwie dazu. Nehme ich zumindest so wahr. Es gibt aber solche und solche. Da gibt es sehr prominente Beispiele. Wie sieht das bei dir aus? Und wie stehst du da dazu? Das kommt immer auf die Gegnerin drauf an. Ja, schon, oder? Weil, also nicht immer artet das so ein Trash aus, aber bestimmte Menschen, die haben auch einen Plan. Zum Beispiel, ich wurde einmal auf der Waage so geküsst von meiner Gegnerin. Okay. Und da habe ich auch kurz einen Schock bekommen. Das habe ich gesehen, das Video. Was hast du da bekommen? Da habe ich auch kurz einen Schock bekommen. Da dachte ich mir so, hä, was ist hier los? Aber ja, dann dachte ich mir, okay, du wirst die Strafe im Ring einfach spüren. Und zum Beispiel bei Clarissa Shields, wo ich in Amerika geboxt habe, da ist Trash, das ist fast schon ein Muss. Okay. Aber wir beide konnten uns auch nicht so gut leiden, deswegen hat das so authentisch auch hingehauen. Ja. Okay, da haben wir uns schon gegenseitig richtig fertig gemacht und auch über Social Media das richtig hochgespielt. Und das war schon cool, also für mich war das so Teil des Business, weil dadurch verkaufst du auch Tickets. Ja. Und wir konnten uns tatsächlich nicht leiden, deswegen war es easy. Ja, war es entspannt. Also war es eine gute Strategie, da vorwärts zu gehen, weil von den Männern kennt man das, aber von Frauen nicht so. Ja. Und dennoch habe ich versucht, immer so ein bisschen nicht zu asozial zu werden, weil man muss jetzt keinen beleidigen oder sonst was. Man muss ja trotzdem so auf sein Image so ein bisschen auch schauen, oder? Ja, das ist halt, ja, auf jeden Fall. Und
ich bin halt nicht so die Person, die sagt, ey, du bist das und das und das, sondern ich gucke halt, okay, welche Punkte kann ich treffen? Und bei den meisten Frauen kannst du halt nur treffen wegen Gewicht, wegen Abnehmen. Und dann habe ich halt auch gesagt, ey, komm erst mal runter von deinem dicken Booty und dann werden wir sehen, wer hier was macht. Und so, ich habe sie halt immer in diesen Punkten getroffen, okay, wo es halt wehtut, so okay, über Gewicht, über, ja, über bestimmte Körperteile, so die Frauen nicht so gut vertragen. Und ja, ich bin halt da ein bisschen böser, was sowas angeht. Geil. Ich stoche halt schön rein in die Wunde. Ja, geil. Ja klar, aber dann dadurch generiert man dann irgendwie auch wieder mehr Aufmerksamkeit. Die Leute wollen es sehen. Das ist schon irgendwie schon auch cool als Zuschauer, das dann zu sehen, so, weil dann willst du den Kampf erst recht sehen. Geht man selber dann mit mehr Aggression da rein in den Kampf selbst oder ist, darf das gar kein Thema sein, weil du hast ja im Endeffekt deinen Gameplan, oder? Und den ziehst du durch und wenn, ja. Also ich würde schon sagen, dass man da so ein bisschen vorbehaftet reingeht. Okay. Weil komplett abschalten kannst du es nicht, das, weil wir sind alle nur Menschen. Sagen aber viele. Das ist ganz normal. Ja. Dennoch, so für mich, wenn ich in den Ring reingehe, dann geht so ein Schalter um. So. Mhm. Ich bin dann schon ziemlich cool, weil ich einfach weiß, ey, ich darf keinen Fehler machen. Mhm. Jeder Fehler tut scheiße weh. Mhm. Und du bist halt schon in deinem Film auch so, ne, das Adrenalin schießt ja bis zur Decke. Mhm. Und dann spürst du auch Schläge gar nicht mehr. Viele fragen mich immer so, tut das eigentlich weh? Ich denke mir so, boah, kann ich dir gar nicht beantworten, ich spüre das gar nicht. Ich höre das manchmal nur so, aber das ist nur so ganz weit weg, okay, weil du so mit Adrenalin vollgepumpt bist, du spürst nichts mehr und der Körper ist echt krass. Der kann uns einfach so ausblenden und ich sag euch, am nächsten Tag ist nicht cool. Da spürst du es doppelt und dreifach. Stimmt. Du tust einfach alles weh und denkst so, warum mache ich eigentlich Boxen? Wie geht's dir oder generell dir so nach dem Kampf, mhm, und ein, zwei, drei Tage danach, so eine Woche danach, weil das ist ja auch so eine Sache. Man sieht immer nur, okay, geil, Boxen, ne, oder den Kampf, Megakampf und so weiter und so fort. Und dann kommt entweder schon der nächste Kampf, aber wie geht's der Person dann wirklich mal danach? Was sind da so Blessuren, die da entstehen? Oder was war da so deine schlimmste Verletzung? Schlimmste Verletzung, das war, ne, mit diesem Hinterkopfschlag, das, ja, mit Trommelfell gerissen ist. Ach, krass. Ja. Und auch hier Kapselrisse und so, aber das ist relativ, geht noch. Okay. Also Gott sei Dank, ich war sehr lange Zeit verletzungsfrei, weil ich immer gut auf mich aufgepasst, ja, habe. Und ja, eigentlich habe ich nur Kapselrisse und Trommelfellriss gehabt. Okay, einmal beim Basketball habe ich fast meine Wirbelsäule gebrochen, aber ist was anderes. Okay. aber nach dem Kampf, da fährst du erstmal runter, du brauchst mindestens, boah, richtig viele Stunden, bis du einfach zur Ruhe kommst. Ich konnte nie schlafen. Mhm. Du fühlst dich voll platt und müde, aber dein Adrenalin kann nur schrittweise abgebaut werden. Ja. Ich war dann meistens immer so wach bis 6 Uhr, einfach so, ging nicht. Weil ich einfach, mein Körper hat voll lange, ja, gebraucht, bis ich runterkam, weil das ist einfach eine Ausnahmesituation, die kannst, klar, du niemals mit irgendwas imitieren, ja, weil Kampf vor Zuschauern ist was anderes. Ja. Und am nächsten Tag spürst du halt, was du gemacht hast und, mhm, dein Körper ist so angespannt und fest, so Muskelkater habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Einfach, dir tut alles weh. Deine, mhm, kompletten Arme sind alles so feste und auch so teilweise so Kiefer. Du kannst, denkst du, was? Ich kann meinen Mund nicht aufmachen. Ja. Krass. Das kommt halt, ne? Dann kannst du auf einmal nur noch mit Strohhalm so. Ja. Krass. Aber wie lange dann? Ein Tag, zwei Tage? Aber das Ding ist, du fühlst dich so happy, weil du einfach gewonnen hast. Ja. Und dann diese Glückshormone, die machen ja auch wieder was mit dir. Du bist auf einmal voll gut drauf, dennoch, auch wenn dir alles wehtut. Und das dauert ein bisschen. Ich habe immer so 3-4 Tage gebraucht, bis ich klar kam. Ich, mhm, habe richtig viel geschlafen auch. Mhm. So, und das ist schon enorm. Du, ja, brauchst mindestens eine Woche, um dich davon zu erholen. Okay. Von so einem 10-Runden WM-Kampf. Boah, krass. Das glaube ich. Ja klar, das ist ja einfach unnormaler Impact auf den Körper. Plus mit der Vorbereitung und so weiter. Wie lange geht so eine Vorbereitung meistens? 8 bis 10 Wochen. Ja, ja. Und da dann 2-3 Training am Tag, so Vollgas. 2-mal, ja. Und so im Trainingslager auch so 3-mal, weil ich zum Beispiel immer voll geliebt habe, in die Berge zu gehen. Geil. Und so auch
weg von allem zu kommen und sich nur zu konzentrieren und nicht ablenken zu lassen. Wo machst du das Trainingslager dann? Oder wo Österreich. Ah, geil. Da war ich voll oft. Okay. Und ja, mein Trainer war da auch ein gutes Vorbild, weil er halt aus dieser russischen Schule kommt und viel auch in der Natur und so auch diese Russian School drauf hatte. So mit Läufen auch im Wald und all diese Sachen mit Steine schmeißen und hast nicht gesehen. Geil. Und ich habe das voll gefeiert, weil mich das voll richtig stark gemacht hat. Ja. Auch so back to the nature, keine Ablenkung, auch weg von deinem Umfeld. Und das ist voll wichtig, dass man sich rausnimmt auch von seinem Alltag, weil wir alle haben voll viel zu tun und dies auch und das zu machen. Mit Handy und so die ganze Zeit. Das ist voll krass, auch was für einen Einfluss andere Menschen auf dich haben können. Mhm. Krass. Also bist du dann 10, 18 Wochen, 12 Wochen in Österreich direkt oder ist es dann nur für eine heiße Phase? Ich war oder? Immer vor im Kampf, so 3-4 Wochen davor war ich in meinen Bergen, weil auch ne. Ja. Die Blutkörperchen und so weiter, die werden ja auch dann nach und nach abgebaut, der Sauerstoff. Und deswegen dachte ich mir, okay, so nah wie möglich zum Kampf hin, damit der Sauerstoff und das, der Impact einfach da bleibt und ich dann Vollgas geben kann. Cool. Ja, das freut mich sehr, weil ich komme ursprünglich aus dem Allgäu. Das heißt, ich bin eigentlich in den Bergen so halb groß geworden. Voll gut. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, weil klar, man geht raus in die Natur, man kann so krass abschalten, ist so beruhigend einfach. Der Weitblick, auch wenn man auf einem Berg mal ist, dann siehst du, okay, alles irgendwie super entschleunigt und da kann man sich schon sehr krass fokussieren. Also und du kommst schon, hier voll klein vor. Ja, ja. Weil die meisten denken immer so, ich bin, also das ist das Problem und das ist so groß und ich schaffe das nie und dies und das und ich bin so der Mittelpunkt der Erde. Nee, bist du nicht. Ja. Und wenn du auf die Berge guckst, denkst du so, ey. Das ist einfach viel krasser. Es ist so krass und ich bin ein Mini-Mini-Teil in diesem Game. Ja. So, nimm dich manchmal auch nicht zu ernst. Ja. So, entspann dich auch manchmal. Und das ist das, was die Leute heutzutage einfach kaputt macht. Ja. Die sind nicht im Hier und Jetzt, sondern die sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja. Absolut. Cool. Sehr cool. Was hat es mit dir gemacht, als du dann den ersten Kampf so richtig verloren hast? Als du schon sehr, sehr prominent warst und alle Augen auf dich. Und da ist ja auch nochmal was anderes, als jetzt einen Amateurkampf zu verlieren. Wie war das so für dich? Ja, also davor habe ich einen Kampf gewonnen schon in Amerika und da ging der Hype halt richtig los. So. Warum bist du eigentlich nach Amerika gegangen? Weil ich einfach in Europa alles weggehauen habe. Und ich einfach auch ein guter Flex. Und ich einfach gedacht habe, so, ey, wenn ich es in Amerika schaffe, dann kennt mich die ganze Welt und ich kann da einfach nochmal ganz anderes Geld verdienen als hier in Deutschland. Und die, ja, in den USA, die haben mich als Typ auch gefeiert. So, ich konnte auch Englisch sprechen und auch so, ne, Lady Hammer, dieses Feminine, dennoch on Beast zu sein. Und die haben das richtig gefeiert. Und egal, wo ich hinging, so, wow, Lady Hammer. Ich denke mir so, ich boxe 10 Jahre in Deutschland, das passiert nicht. Ich boxe 2-mal in Amerika, die flippen aus. Wie kann das sein? Krass, ganz anderer Hype einfach. Ganz anders. Und was war die Frage nochmal? Wie es dann quasi für dich war, als du den ersten Boxkampf da im Endeffekt verloren hast. Ja, und beim zweiten Kampf bin ich halt auf Clarissa gestoßen. Also wir haben das vorbereitet, den Kampf. Und ich konnte es halt an dem Tag nicht so richtig umsetzen. Und viele Sachen, ja, es hat nicht gereicht für einen Sieg. Mhm. Und ich habe mir auch ich habe auch akzeptiert, dass sie an dem Tag besser war. Mhm. Da bin ich auch vollkommen sportlich. Mhm. Und ja, es ist halt manchmal so, es kommt der Tag, an dem du es nicht abliefern kannst, weil Druck und so weiter, Amerika, ja. Hat das eine große Rolle gespielt bei dir? Also, weil erstmal weg von zu Hause, weg von dem Umfeld ja auch da nochmal. Amerika ist auch nochmal ganz anderes, also generell eine andere Welt in meinen Augen. Da muss man sich auch erstmal wohlfühlen, wenn man das hier kennt aus Deutschland, aus Europa, dann nach Amerika zu kommen. Wir waren im November jetzt eben erstmal richtig und da war auch so, ja, so ganz wohl fühle ich mich jetzt hier auch nicht. Wie hat das da für dich auch einen Impact gespielt? Ja, es ist eine komplett andere Welt, auch mit der Ernährung und so. Ja. Ich musste extrem aufpassen, weil die haben einfach andere Lebensmittel, die haben andere genmanipulierte Sachen, wo du denkst so, wie soll ich denn damit klarkommen? Weil überhaupt mal was Gesundes irgendwo zu finden, ist ja schon teilweise schwierig. So, ja, und das war halt extrem heftig teuer. Ja, das kommt nur dazu. Gesund zu essen. Mhm.
Da bist du da bei Whole Foods rein und dann denkst du so, was geht hier ab? Einfach so eine kleine Schale Himbeeren oder ja, Blaubeeren habe ich gesehen. Das war einfach $8, wo ich denke so, was? Ja. Was ist denn da drin? Ist da Gold drin? Aber das ist für die voll normal. Ja. Und genau so kommt der Trend auch hierher. Ja. Gesunde Ernährung wird extrem teuer und dieser ganze Fastfood-Dreck, Fastfood-Sachen, wo du ein Meal kriegen kannst mit Getränk, so. Mit Burger, mit Pommes, dies und das, hast du einfach $3-4 am Ausgeben, ja. Wo ich denke so, wow. Ja. Ist doch klar, dass die Leute sich so ernähren, statt so ernähren, weil sie sich einfach finanziell nicht hinkriegen. Ja. Und ja, viele Komponenten haben da eine Rolle gespielt, weil ich war auch davor krank. Ich habe eine Zeit lang so Magen- und Darmentzündung gehabt und ich musste den Kampf schon verschieben. Mhm. Und ich war halt einfach gesundheitlich angeschlagen. So, der Druck hat mich so innerlich einfach so gepackt. Und mein damaliger Berater wollte unbedingt, dass ich kämpfe und wollte halt so über meine Gesundheit hinausgehen, weil er einfach Geld verdient hat. Krass. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht. Was ist denn Boxen wert im Vergleich zu meinem Leben? Ich kann sterben. Weil ich vielleicht an inneren Blutungen oder so leide oder was weiß ich. Kann alles passieren. Ja, voll. Ein Schlag kann entscheiden. Ja. Und dann hat er es halt nicht eingesehen und dann dachte ich mir, okay, dann trennen wir uns halt, kein Problem. Und dann merkst du halt, wie krass das einfach ist, wie Leute nur mit dir sind, weil du jemand bist und weil du Geld bringst. Krass. Und wenn er dir sagt, ey, so wie ich dich aufgebaut habe, als Lady Hammer, so werde ich dich fertig machen. Krass. Ja. Okay. Und dann dachte ich mir auch so, wow, womit habe ich das verdient? Voll. So, was habe ich gemacht? So, wie habe ich das nicht gecheckt, dass dieser Mensch so drauf war? Ja. Und ich habe denen so krass vertraut. Er wusste alles über mich. Alles. Der ist dann einfach zur gegnerischen Seite gegangen. Und hat dann einfach meine Gegnerin so gemanagt und betreut und so mit Informationen beliefert, ne? Alter Vater. Und ich habe dieses Bild genau in meinem Kopf. Ich komme in den Ring rein und wen sehe ich als erstes? Ihn unten an ihrer Ecke sitzen. Und das war aber überraschend für dich, denn das wusstest du zu dem Zeitpunkt nicht, oder wie? Ich habe ihn schon vorher gesehen. Okay. Da ist mir so... Was will der da? Was macht der da? Ja. Die haben ihn extra so gesetzt, dass er in meinem Gang ist vom Hotel. Alter. So eine Sachen, so ein Psychotrick, weißt du? Ja, voll. Und ich konnte das nicht richtig weg oder nicht richtig ausblenden, wie sonst. Weil ich einfach diesen Vertrauensbruch hatte und da wirklich gelitten habe. Und ich dachte mir, egal was, ich stehe, ich falle alleine, ich kämpfe alleine. Ich muss da durchgehen. Ja. Und all diese Sachen haben mich dann halt mental nicht so auf der Höhe sein lassen wie sonst. Dann habe ich halt nach Punkten verloren. Okay. Und das war so sehr, sehr tiefer Einschnitt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, so, ich falle so tief, ich werde nie wieder hochkommen. Und das war schon ziemlich krass, weil wenn du gewinnst und immer auf der Siegerseite bist, sind alle cool mit dir. Ja. Und du fühlst dich gut, aber wenn was nicht läuft, und dein komplettes Leben sozusagen in diesem Augenblick bricht und Menschen vergessen, was du alles geschafft hast bisher. Die sehen ja immer nur diese Momentaufnahme. Und die vergessen dann auf einmal, dass ich 8 Jahre lang ungeschlagen war. Bis hierher habe ich alles gerobbt. Sie könnten mir eigentlich gar nichts vorwerfen. Ja, und dann kommen auch so Kommentare wie so Fake Champ und dies und das. Und so viele sind dann abgegangen auf Social Media. Du musst mal gucken, wo ich gewonnen habe. Alle so Glückwunsch, dies und das hast nicht gesehen. So, sagen wir mal 300 Kommentare. Als ich verloren habe, einfach 2000. Fake Champ, baba, dies und das. Krass. Ich habe dann irgendwann so mein Handy ausgemacht. Ja. Ich kann mir das nicht geben, weil es tut so schon weh für mich. Ja, voll. Dann musst du oh, heftig. Und wie ging es da dann weiter? Also aber was mich gerettet hat, ich weiß noch, genau wie heute, ich stehe in diesem Ring. Ich gucke so zur Seite und ich sehe meine Mutter und meine Eltern. Weil die sind immer bei meinem Kampf dabei. Weil ich weiß, alle verkaufen mich. Ja. Aber meine Eltern nicht. Ja. Die lieben mich so, wie ich bin, egal ob ich gewinne oder verliere. Und das war immer mein stärkster Halt, meine Familie. Schön. Und die sind auch nach Amerika gekommen und dann so, ich bin runtergegangen und meine Mutter nimmt mich so in den Arm und fängt an zu heulen. Denke ich mir so, oh mein Gott, bitte tu mir das nicht an. Und sagt so, ey, wir lieben dich so, wie du bist und du bist gesund aus dem Ring rausgekommen, ohne Schaden. Du schaffst alles mit deiner Gesundheit. Ich dachte mir so, ja Mann, sie hat recht. Ich schaff das. Ich habe keinen Schaden. Ich habe nur eine Niederlage in diesen ganzen 8 Jahren. So, what the fuck? Voll. Chill mal. So, du kannst auf dich stolz sein. Ja.
Aber was noch schlimmer war als diese Niederlage, waren so die Menschen drumherum, die mich einfach alle hängen lassen haben. So da auf einmal wollte keiner mehr mit mir chillen oder dies und das. Mhm. Sondern sogar mein Trainer hat mich hängen lassen und hat gesagt so, ja, nee, du bist schuld. Du bist nicht mehr Champion. Und warum und dies und das. Und ja, hat sich so weggedreht von mir. Hat nicht so gesagt so, ey, schaffen wir, mach dir nichts draus, weiter geht's hinher. Sondern einfach so, du bist nichts mehr wert. Krass. Das hat meine Seele Alter, richtig ja, gebrochen. Voll. Ja, und dann dachte ich mir so, wow, was für Menschen hier rumlaufen. Mit welchen Menschen habe ich eigentlich gearbeitet? Zu welchen Menschen habe ich mein Leben anvertraut? Und das war schon eine richtig taffe Sache. Und guck mal, was für ein guter Zeitpunkt. Im April habe ich gegen sie geboxt und sie hat 5 Jahre her. 5 Jahre. Ich konnte bis heute diesen Kampf nicht ein einziges Mal angucken. Ach, krass. Ja. Ja, ist ja auch wieder April jetzt. Ja. Ja. Okay. Das ist krass. Weil das einfach so viel natürlich dann auch damit... Ja. Ja. Klar, ich habe das richtig lang verarbeitet. Ich habe voll viel Zeit dafür gebraucht. Ja. Und das hat voll extrem gedauert, aber ich habe daraus extrem viel gelernt. Mhm. Und deswegen habe ich seit diesem Tag mein ganzes Umfeld richtig klein gehalten, richtig knallhart aussortiert, weil die sind auch alleine gegangen, alles cool. Mhm. Und dadurch habe ich erstmal gemerkt, dass ich nicht nur aus Boxen bestehe, sondern dass ich viel, viel mehr drauf habe und meinem Leben noch weiter ausbauen kann, wie mit Studium. Da war ich auf jeden Fall motivierter, mein Studium zu machen, abzuschließen und mehr aus meinem Können zu machen, aus meinem Wissen. Mhm. Weil ich war immer nur in diesem Profisport-Ding drin und habe Gas gegeben, war so Einzelkämpfer. Aber das Leben bietet so, so, so viel mehr als nur so eine Etappe im Boxen. Ja. Oh. Diese Erkenntnis war sehr, sehr schmerzhaft, aber ich dachte mir so, warte ab, ich werde es euch zeigen. Ihr wollt mich unten sehen, ich gönne euch nicht. Ja. Ich werde euch mit Erfolg bestrafen. Ihr werdet mich noch kennenlernen. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber ist kein Problem. Wir sehen uns noch. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Ja. Boah, krass, Gänsehaut bekommen. Das ist ja echt gestört. Weil ich denke dann gleich wieder so daran, weil... Das kann ja mit dir als Mensch extrem viel auch anrichten, auch dahingehend, dass du einfach super Schwierigkeiten bekommst, irgendwelchen Leuten wieder zu vertrauen, Leute an dich ranzulassen. Komplett. Mein Vertrauen war im Keller. Ich habe niemanden mehr vertraut. Genau, ich konnte das nicht mehr. Egal in welcher Ebene, egal ob es Sport war, egal ob es privat war, ich habe keinem Menschen mehr vertraut. Und ich bin auch immer in Business so reingegangen, so wie, ja, nee, der verarscht mich doch. Was will der Schlechtes so quasi, oder? Was will der Schlechtes von mir? Und der will nur das und das und dies und das. Und dann genau so kommt es auch meistens immer raus, wenn du mit so einer Einstellung schon reingehst. Ja, und stimmt. Dann habe ich mich auch immer voll oft hinterfragt, ja, warum sind diese Sachen so passiert? Mhm. Weil ich schon mit dieser Vorbelastung reingegangen bin. Mhm. Ich werde bestraft, ich werde wieder ausgenutzt, ich werde wieder auf den Boden fallen, so. Mhm. Aber... Das hat was mit dir zu tun. Mhm. Und diese Erkenntnis hat voll lange gedauert. Mhm. Aber hast du die selber gemacht oder hast du da auch mit jemandem gearbeitet? Oder wie sie? Ich war sogar eine Zeit lang bei so einer Sportpsychologin, weil ich einfach gedacht habe, so, ich komme nicht selber klar. Voll. Ich schaffe das nicht mehr. Mhm. Und das hat mir voll so geholfen, auch so darüber zu sprechen. Und was mir super geholfen hat, meine Vorträge. Mhm. Weil zu verarbeiten. Die Leute... so zu begeistern und zu sagen, was hart passiert ist, was Schlechtes passiert ist, dass ich daraus etwas Positives gewonnen habe, das begeistert die meisten Menschen. Ja. Und darüber zu sprechen und das vorzutragen und auch so wirklich persönliche Dinge zu erzählen, dass nicht immer alles so Glanz und Gloria ist. Wenn die mich sehen, denke ich so, wow, Dollarmaschine. Mhm. Aber ich denke so, ja, weißt du, wie hart ich dafür gebüßt habe einfach auch und was ich durchgemacht habe in einer kurzen Zeit. Und die Leute schätzen das und feiern das. Und dann habe ich für mich auch so eine gute Sache entdeckt, diese Vorträge und diese Speaker-Sachen. Weil es gibt nicht so viele Frauen, die das erlebt haben, was ich erlebt habe. Oder den Weg nicht gegangen sind. Vor allem nicht auf diesem Niveau dann ja auch noch zusätzlich. Mhm. Okay. Und deswegen rede ich voll gerne darüber, weil es ist nicht immer leicht. Ja. Es sind super viele harte Momente, wo du heulst, wo du denkst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber... das hat mir immer wieder auch die Chance gezeigt, dass ich so Großes noch schaffen kann, dass dein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist, auch wenn du es denkst, der Mensch hat ein geisteskrankes Potenzial. Mhm. Und
jeder kann es schaffen, nur du musst hier oben deine Gedanken sortieren, dich auch reflektieren und auch ehrlich zu dir selber sein. Ehrlich zu anderen sein ist für mich kein Problem. Aber zu mir selber sein war immer voll anstrengend, weil du musst dich der Sache stellen. Wie im Boxring. Du kannst dich wegrennen, du musst dich stellen. Eins gegen eins. Und ich war immer mein härtester Gegner. Mhm. Das kennst du bestimmt ja, auch. So, man selber kämpft am meisten mit sich. Ja, natürlich, ja. Absolut. Krass. Und daraus, sag ich mal, wenn wir jetzt so in jetzt kommen quasi, weil jetzt haben wir ja sehr gut verstanden, wo du quasi herkommst, was du durchgemacht hast, was eine crazy Story ist. Das ist also nur wirklich, eine Story. Ja. Was willst du, was gibt es sonst noch für eine? Es ist schon echt Wahnsinn, so was man einfach mitmacht. Ja. Nur für die Liebe zum Sport, auch ja. Trainerwechsel, das und das, dann läuft das und das nicht, dann fühlst du dich da nicht wohl, dann haust du ab, weil Leute nicht dich supporten, sondern eher runterdrücken. Und das ist schon teilweise sehr, sehr schwierig und anstrengend gewesen. Aber ich habe immer darauf gehört, was mich glücklich macht, was mir wirklich Spaß macht. Weil ich bin voll stark, wenn ich Bock drauf habe, wenn ich Spaß dabei habe. Wenn ich keinen Bock habe, ich mache nur Scheiße. Ich kann nicht abliefern, gar nichts. Mhm. Und ganz oft ist es auch diese menschliche Komponente mit dem Trainer, die dich nach vorne bringt. Weil du brauchst Leute, die noch mehr an dich glauben als du selber. Ja. Und das habe ich halt bei meinem Trainer am Anfang gefeiert, weil er hat so stark an mich geglaubt. Das hat mich auch motiviert, an mich selber noch mehr zu glauben. Mhm. Manchmal brauchst du so Mentoren, die sagen, ey, du kannst das, komm, du bist stark, du bist ein krasses Talent. Und so Supporter. Deswegen Einzelkämpfer ist schön und gut, aber man braucht manchmal so Mentoren, die sagen, ey, das und das, mach mal vielleicht so und so, du kannst das, noch mehr. Und diese Leute habe ich so gerade jetzt voll in meinem Umfeld, die mich manchmal supporten und die auch den Weg schon gegangen sind, den ich so, ne, die sind schon da, wo ich vielleicht noch sein will. Mhm. Und mit so einer Leute unterhalte ich mich voll gerne, so die mir Mehrwert bringen, die mir auch neue Perspektiven in meinem Leben geben. Mhm. Egal, ob es Business ist, egal, ob es menschlich ist. Du kannst von jedem etwas lernen. Absolut. Du lernst nie aus, egal, ob du Champion bist oder nicht. Ja, ja. Das ist ein sehr gutes Mindset, finde ich. Das ist auch der Grund, weshalb wir im Calisthenics-Podcast alles Mögliche an inspirierenden Menschen einladen, einfach mit dem Hintergrund, weil ich auch sage, wir können von jedem was lernen und von jedem was mitnehmen für uns, dass wir unsere Ziele besser erreichen, schneller erreichen, dass wir da einfach stärker, besser hervorgehen, weil ich habe mit Calisthenics damals angefangen, da galt Calisthenics nur, dass man zum einen kein Dach über dem Kopf beim Training haben durfte, so man musste draußen an irgendwelchen Stangen trainieren und sobald man irgendwie Zusatzgewicht irgendwie verwendet hat, dann hat ging der Shitstorm schon losgefühlt und der Sport hat sich jetzt seit den letzten 10 Jahren halt auch massiv weiterentwickelt. Voll. Und man sagt halt einfach, scheißegal, wie dein Training am Ende des Tages aussieht, wenn es dir hilft, dass du schneller dein Ziel erreichst, einen Handstand oder dich weiterentwickelst, so je nachdem, dann let's go. Und genau das so ein bisschen auch das Mindset und der Hintergrund vom Podcast hier, dass wir einfach sagen, wir können von jedem super viel lernen und das ist mega schön, dass du es genauso gerade aufgegriffen hast, weil genauso ist es am Ende des Tages. Du hast gerade angesprochen, dass du eben viel auch aus den Vorträgen, Speaking-Events und so weiter und so fort selber für dich auch nimmst. Da hast du uns schon so ein bisschen durchblicken lassen, was du jetzt ja auch so mehr machst. Was ist jetzt so deine Arbeit, deine Themen, die du behandelst? Was, für was stehst du quasi? Weil, wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr coolen Einblick bekommen. Deswegen, ja. Ja, da so auch ne, diese Ernährung und diese Leistungsoptimierung immer mein Ding war und ich auch Sportwissenschaft studiert habe und mich so ein bisschen viel mehr beschäftigt habe, auch aus eigenem Interesse Richtung Ernährung und mentale Power und was kann man Optimierung, egal ob es mit Kaltduschen anfängt oder zum Beispiel mit Meditation, Atemübungen. Und das habe ich auch beim Boxen gelernt, diese Atemübung. Weil mein Trainer war immer sehr stark darin, so in der Runde, wie kriegst du am schnellsten deinen Puls runter? Weil du bist voll am Japsen. Ja. So eine Runde beim Boxen Gas zu geben, das ist anstrengend. Und dann musst du auch wieder mit richtiger Atmung deinen Puls runterkriegen, dich sammeln auch im Kopf, dein Gehirn mit Sauerstoff versorgen. Und da habe ich halt bestimmte Techniken auch erlernt und das halt ausgebaut, damit es auf normale Menschen auch zutrifft, weil Stress ist überall. Stress, Langzeitstress macht einfach krank, macht einfach alt, macht einfach dick. Und
schau dir mal unsere Gesellschaft an. Ja. So, das ist schon echt sehr, sehr erschreckend. Und 70% aller Krankheiten kommen einfach durch schlechte Ernährung. Mhm. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen spezialisiert und mache halt mein Gesundheitscoaching mit meiner App. Ich helfe den Leuten einfach gesünder zu leben, abzunehmen oder auch Leistung zu optimieren. Ich habe einige der Kampfsportler schon, jetzt auch eine Kooperation mit Octagon, wo ich 4 weibliche Athleten so ein bisschen helfe, gesünder zu leben, geil, Leistung zu optimieren. Mhm. Und das macht mir voll Spaß, einfach den Mehrwert den Leuten weiterzugeben, den ich so hart erlernt habe. Mhm. Du kannst einfach eine Abkürzung nehmen durch mich. Ja. Ich kann dir bestimmte Skills zeigen, die dich einfach stressresistenter machen, wo du einfach noch mehr Gas geben kannst und auch so deine Gedanken, dein Mindset stärkst und genau definierst, was ist da eigentlich mein Ziel? Mhm. Die meisten Leute arbeiten planlos. Ja. Die wissen selber nicht, wohin die im Leben wollen. Ja. Und das habe ich halt aus dem Sport gelernt. Ich habe genau immer aufgeschrieben, okay, dann ist mein Kampf, welche Faktoren führen mich zum Sieg, welche Faktoren stören mich, und dann habe ich genau eine Planung geschrieben, okay, was kann mir helfen, zack, zack, zack. Genau das kannst du in deinem kompletten Leben einfach übertragen. Ja. Was ist dein Ziel? Egal, ob es Business ist, egal, ob es Familie, egal welches Ziel. Schreib dir auf. Schreib auch auf, für was bist du tatsächlich dankbar. Mhm. Weil diese Dankbarkeit geht in unserer Gesellschaft komplett flöten. Ja. Viele Menschen sehen alles als selbstverständlich, wo ich mir denke so, wie kannst du erwarten, dass alles selbstverständlich ist? Morgen kann alles vorbei sein. Du gehst über die Straße, wirst überfahren. Und dann warst du traurig die ganze Zeit. Wow, geiler Abgang. Fällst du doch nicht. Deswegen, ich versuche jeden Tag einfach positiv zu sein, weil ich habe besonders viel Power geschenkt bekommen und mir aufgebaut. Und so, ich will einfach glücklich durch mein Leben laufen und zufrieden mit mir selber sein und nicht den Ballast von meiner Vergangenheit so hart mitschleppen, sondern das ist eine lange Arbeit, aber du kannst es wirklich schaffen, auf lange Sicht dadurch viel zufriedener und gelassener mit dir selber umzugehen. Definitiv. Und guck mal bitte, wie hoch das Depressionsrisiko hier ist schon mittlerweile, wo ich denke so... Ja, wo soll es noch hingehen? Ja, das wird noch hochgehen. Ja. Weiter hochgehen. Ja. Definitiv. Krass. Ja, auch mega, mega cool, weil im Calisthenics ist es sehr einfach, sich Ziele zu setzen, in meinen Augen, weil man sagt, ey, ich will einen Handstand lernen, ich will 10 Klimmzüge lernen, ich will einen Muscle-Up lernen oder was auch immer. Also es ist sehr, sehr klar, sich Ziele zu definieren, weil man am Ende des Tages mehr oder was anderes kann, eine andere Fähigkeit erlernt hat. Und so ist das Training dann auch irgendwie aufgebaut, was perfekte Parallelen eigentlich dazu sind, weil du auch gerade gemeint hast, ja, wie setzt man sich richtige Ziele und was kann ich machen, um dahin zu kommen? Und das ist eine sehr geile Parallele, weil das ganze Training ist im Calisthenics so aufgebaut. Okay, wir müssen das und das erst lernen können, so stark werden, dann macht es Sinn, einen Muscle-Up zum Beispiel anzugehen. Und davor macht der und der Skill Sinn. Und das haben mit den Leuten, mit denen wir auch viel arbeiten, richtig geilen Impact auch auf deren Alltag, weil es normal wird, sich Ziele zu setzen, die zu erreichen. Und das dann eben auch für andere Lebensbereiche dann auch mit reinzunehmen. Genauso wie du es gerade meintest, voll, voll gut eigentlich, ja. Ist auch cool. Und viele sind halt in ihrem Tun, ne, schon so festgefahren, dass sie links und rechts gar nicht sehen, was für eine Möglichkeiten die haben. So wischwasch alles so ein bisschen, ja. Und ich war, also für mich war das auch immer am Anfang schwierig, okay, was will ich tatsächlich machen, worauf habe ich Bock und was kommt auch bei den Leuten an, weil... Mhm. Profisport an sich ist schon hart. Ja. Und das kannst du nicht auf jeden übertragen. Nicht jeder hat diesen Willen, diesen Biss, dieses Durchhaltevermögen. Aber man kann es so runterbrechen, dass es so einfach wie möglich ist. Und das hilft dir für dein komplettes Leben, der Sport. Voll, absolut. Du hast gerade Octagon angesprochen. Im Nachhinein waren wir auf der gleichen Veranstaltung, weil wir waren quasi mit dem ganzen Team in Stuttgart bei Octagon quasi. Und dann habe ich im Nachhinein auf einem Reel also entdeckt, so, ey cool, da warst du ja ich auch. Wie geil. Was hältst du vom MMA und machst du selber vielleicht auch mal was in die Richtung? Also ich finde MMA als Sport schon sehr, sehr cool. Ich schaue mir das super gerne an. Ist halt auch brutal, ne? Da gehen halt auch manchmal so, wenn du in der Guillotine steckst, einfach bam,
ist eine bewusstlos geworden, dachte ich mir auch so, okay. Das ist halt schon ziemlich krass, ne, auch mit diesen dünnen Handschuhen zu kämpfen. Ja. Für mich persönlich ist das nichts, weil, ja, die haben mich auch schon gefragt, ja, willst du nicht kämpfen im MMA und dies und das? Das ist für mich keine Option. Ja. Sag dir ehrlich so. Okay. Ich war auch ein, zwei Mal schon beim Training hier in UFD in Düsseldorf. Ja. Aber das ist schon krass, wenn du mit Männern trainierst und dann die liegen auf dir drauf und dann die Hand so am Armball so zwischen deinen Beinen. Da dachte ich mir, nein, nein. Ich bevorzuge es, wenn Leute etwas weiter weg von mir sind. Und die im Idealfall auch auf Distanz gehalten genau, werden. Genau, das ist, bevorzuge ich auf jeden Fall. Und das ist schon halt extrem krass, auch für den Körper. Deine Schultern, alles hat mir danach wehgetan. Da dachte ich mir, nein. Das ist schon das krass. Das tue ich mir nicht an. Ja, ja. Weil das macht halt auch was mit deinem Gehirn, ne? Wenn du Schläge mit diesen dünnen Handschuhen bekommst. Ja. Ich habe meine Bachelorarbeit über Kurz- und Langzeitschäden im Boxsport geschrieben. Und all das, was du von außen siehst, ist noch tragbar. Ja. Aber was hier unten, also hier oben abgeht in deinem Kopf mit den Schlägen, mit diesem permanenten Druck auf den Kopf, das ist eine andere Hausnummer. Und diese Langzeitschäden kommen erst später, wenn du älter wirst. Ja. Und dann kommt die Quittung. Und deswegen dachte ich mir, ich muss so gut wie möglich mit meinem Körper umgehen, damit ich, soweit es geht, diesen Schaden einfach begrenzen kann. Mhm. Weil ich mache schon 20 Jahre Boxen. Krass. Und ich bis heute gehe ich noch zum Sparring oder fetz mich oder Partnerarbeit so mit den Jungs. Und ich mag es halt einfach, weil Boxen ist das Einzigste, was mich wirklich, wirklich fordert. Alles andere mache ich so, ja, okay, komm. Aber ich habe halt so ein hohes Energiepensum vom Profisport, dass ich immer wieder gucke, dass ich zum Boxen gehe, dass meine Energie freigesetzt wird. So. Ja, das glaube ich. Ja, krass. Ja, cool. Ja, das ist, also, das denke ich mir, also schon krass anzuschauen, weil auch immer Action ist natürlich. Und das ist schon auch einfach eine krasse Sache. Jetzt am Wochenende auch sind wir alle so im UFC 300 Fan und aber ich denke mir auch so, wie krass ist das einfach nur. Also, das ist, und sind ja auch super viele Sportarten eigentlich. Ist ja nicht nur Boxen, sondern quasi, keine Ahnung, noch am Boden und was weiß ich. Und keine Ahnung, das ist schon echt crazy. Das du musst schon, vieles drauf haben. Ja, voll. Ja. Von Jiu-Jitsu bis Boxen, alles dabei. Ja, crazy. Cool. Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was wir über dich wissen sollten? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben einen richtig coolen Einblick bekommen in deinen Sport. Hast du schon mal geboxt? In einem Ring? Ja, so Handschuhe oder einen Boxclub oder so gegen ein Gerät gehauen. Wir haben Kickboxen, habe ich mal eine Zeit lang eineinhalb Jahre. Das hast du am Anfang gesagt. Genau. Ne? Siehst du, zu viele Schläge bekommen. Aber da war es auch so, dass quasi ein Trainer zu uns ins Gym kam quasi und wir haben dann also erstmal normal das alles gelernt, Technik und so weiter und so fort. Und dann ab und zu haben wir mal ganz kleines Sparring gemacht, Trainer und ich quasi. Das war bis jetzt so alles, was ich bisher gemacht habe, aber das war so unglaublich cool, also richtig geil, einfach nur, weil am Anfang, das erste Mal, wenn du dann auf einmal, wenn dich einer schlagen möchte, davor ist einfach nur Bratzen und so weiter und so fort, und wenn einmal dich das erste Mal einer schlagen möchte, dann ist einfach so, okay, der haut jetzt und dann erstmal Augen zu, so, oh mein Gott, dann normaler Reflex, sich so wegzudrehen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst eigentlich, und aber ich habe dann gemerkt, so je öfters wir das gemacht haben, desto cooler wird man irgendwie und man weiß, was, ich habe mir auch noch nie in meinem Leben geschlagen mit irgendeiner anderen Person, so, ich weiß gar nicht, was da eigentlich auf mich zukommt und dann bin ich halt immer mehr so da reingewachsen, aber es ist nach wie vor, also ich finde es schon richtig cool. Und da ging es dann eben für mich auch so los, dass ich immer mehr angefangen habe, mich mit der Sachen auch zu verstehen, auch zu interessieren, weil am Anfang war für mich so generell Boxsport, Kickboxen viel, auch wie es in der Gesellschaft wahrscheinlich auch so ist, ist halt voll brutal und die verstehen gar nicht, was wirklich dahinter steckt. Und wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen und so ein bisschen versteht die Technik dahinter, den Sport selbst und wie schwierig das eigentlich ist, desto mehr sieht man das aus einem anderen Blickwinkel, habe ich so für mich selber wahrgenommen und dann ging es eben so los, dass ich dann angefangen habe, sehr viel Boxen anzuschauen, vom Boxen zum Kickboxen gekommen, dann mit Enrico auch gesprochen, der auch schon Podcast war, dann den verfolgt, was da bei dem abgeht.
dann bin ich zu dem ganzen MMA gekommen so, und jetzt ist so in dieser Bubble einfach, dass ich mich extrem viel dafür interessiere, viel anschaue und sehe, wie in Deutschland sich zumindest da auch im Octagon sehr viel auch entwickelt. Voll. In meinen Augen richtig krass. Die machen das mega gut. Voll. Und das Ganze, die es auch hinbekommen, ist so ein bisschen mehr in den Mainstream auch zu bekommen. Und das war... Die machen einfach eine Halle von 10.000 Leuten voll und ich denke mir so, wow, Boxen kriegt nichts hin. So, die schaffen es einfach nicht. In kürzester Zeit einfach. Also das, wir waren, ich war das erste Mal in München. Da war eine Octagon-Veranstaltung. Das war gut besucht, aber nicht ausverkauft. Und jetzt da in Stuttgart, wo wir waren, das waren, glaube ich, 15.000 Leute sogar. Und das war einfach total ausverkauft und schon ein paar Tage vorher oder Wochen vorher. Und jetzt wollen die ja sogar eine Fußballarena füllen, was ja auch einfach komplett gestört ist. Ja. Also echt krass. Und aber mega. So bin ich so ein bisschen da reingerutscht. Ja. Die arbeiten halt voll professionell und ich denke mir so, warum kriegt Boxen das eigentlich nicht hin? Aber ja, die machen das top. Und die es eigentlich schon viel länger gibt. Ja. So. Die haben die einfach in kürzester Zeit abgehängt. Ja, da stellt sich auch die Frage, warum. Und die Frage auch irgendwo, ob da vielleicht die falschen Leute an den falschen Positionen sitzen. Richtig. Die dann ja, vielleicht mal abgelöst werden sollten durch gewisse Leute. 100%. Krass. Und wie ist das so für dich gewesen? Hast du schon mal so einen Schlag abbekommen? Ja, schon. Aber jetzt nicht, also jetzt nicht Vollgas, aber es war schon so, dass ich dann mal die Deckung nicht da hatte, wo sie sein sollte und dann schon mal reingelaufen bin. Und das war schon erstmal krass. So, da erschreckt man sich was schon. Was geht denn jetzt so ab? So, ja, voll so, ja, wirklich. Und dann so, okay, krass. Und dann geht es ja weiter. Also es ist ja dann nicht so, dass es dann im Endeffekt so, okay, du kriegst einen Schlag, dann ist vorbei. Sondern der steht ja immer noch vor dir und im Idealfall geht es ja dann für den erst so los. Ja. Und so, oh, Scheiße, Alter. Ja. Aber das ist halt auch wieder so mental, deswegen, okay, gebe ich auf, ja, oder schlage ich zurück, genau, oder renne ich weg. Ne? Ja. Das ist halt auch so, ja, wieder charakterabhängig. Voll. Und man merkt so, je mehr man dann auch mit der Situation gewöhnt wird, desto cooler reagiert man dann auch. Und dann so, okay, eigentlich war es dann schon fast so, irgendwann so, man freut sich schon, wenn man eine bekommt, weil dann spürt man das nochmal ganz anders und weiß, okay, jetzt geht's los, jetzt wird's nochmal ernster und selber habe ich dann auch besser funktioniert dann eigentlich nochmal, weil ich es so ernster genommen habe irgendwie. Nicht so Larifari, sondern dann mal so, okay, geil, jetzt geht's los, let's go. So, ja. Doch, finde ich, also deswegen habe ich auch so den höchsten Respekt an alle KampfsportlerInnen, die das machen, weil ich finde das so, das ist einfach krass. Also es ist einfach ein krasser Sport. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch so Projekte wie Gewalt gegen Frauen und so mit der Stadt Dortmund auch zusammen. Weil nur wenn du dich vorbereitest, wirst du kein Opfer. Ja. Wenn du diese Hemmschwelle verlierst, etwas zu machen oder dich selber zu schützen und zu antworten und zu kontern, dann bist du vorbereitet. Und so krasse Situationen, wie zum Beispiel auf Straße, wenn jemand hinter dir herläuft oder sonst was, die meisten Frauen haben Angst, nachts über die Straße zu gehen. Mhm. Ich nicht. Warum? Weil ich einfach weiß, wie ich mich verteidige. Und ich laufe auch nicht wie so ein, sagen wir mal, Opfer rum, so geknickt, ne, und so eine komische Körperhaltung, sondern bei mir kommt keiner und sagt so, was ist denn das? Ja. Weil Gott sei Dank nicht, weil... So ja, schlecht für den ausgehen. Auch, ich laufe auch anders rum und mein Körper sagt auch was. Und deswegen versuche ich immer, Frauen zu stärken, auch meinen Trainings und so, dass sie mit so extremen Situationen sich anfreunden und wissen, wenn was passiert, ich kann wenigstens einen Schlag machen, damit ich sicher nach Hause komme. Weil die meisten denken, ach, mich trifft das nicht, mir passiert das nicht. Doch, du weißt das nie. Heutzutage, es passiert so viel. Mhm. Wie kannst du denken, dass es nicht dich trifft? Mhm. Ja. Also bereite dich vor, damit du kein Opfer wirst. Mhm. Weil diesen Schaden kannst du nicht so schnell reparieren, wenn dir was passiert. Ja. Und gerade Frauen sind teilweise einfach körperlich unterlegen und deswegen musst du dich schützen können. Ja, voll, voll cool. Wie sieht die Zusammenarbeit da aus oder wie arbeitest du mit denen? Wir machen das immer im Boxtraining. Ja. Also hier in Dortmund? Genau, im Alpha-Team ist so ein Kampfsportstudio, da unterrichte ich auch noch. Und da kommen halt immer die Frauen, das sind immer so zwei Gruppen. Ja. 30 Frauen und die Nachfrage ist extrem hoch, weil richtig viele Frauen haben einfach Angst. Und so Gewalt an Frauen ist nicht so unentdeckt, sondern es ist fast schon alltäglich. Ja. Und diese Dunkelziffer möchte man gar nicht wissen.
ja. Wie das die meisten trauen sich auch nicht, irgendwas zu sagen, weil die nochmal Schläge vielleicht bekommen zu Hause. Und gerade Corona hat diese Situation noch mehr hervorprovoziert, wo einfach richtig viele Frauen gelitten haben. Mhm. Und deswegen möchte ich die einfach auch von innen stärken, weil wenn du etwas gut machst und gut kannst, dann wirst du auch innerlich stärker und dann gehst du auch einfach anders durch die Welt. Voll. Und das versuche ich denen durchs Training beizubringen. Und es ist der perfekte Stressabbau. Ja. Du weißt selber, wenn du einmal da geboxt hast, du hast gar nichts in deinem Kopf. Du weißt gar nicht, wohin mit deinen Gedanken, sondern du bist voll im Element drin. Du gibst Gas, weil es anstrengend ist. Du kannst manchmal deinen Hass, deine Trauer oder sonstiges Zweifel einfach rausboxen. Ja. Und du vergisst alles drumherum. Und das tut den Leuten voll gut. Ja. Die schwitzen, die kommen in der Bewegung, in Aktion. Das geiles Training. So. Ja. In eine halbe Stunde Boxen, du bist platt. Ja, da reicht auch schon 10 Minuten. Ist so. Geil. Ja, mega. Ja, krass. Und jetzt mal sagen, wenn jetzt die Frauen zuhören, die jetzt nicht in Dortmund oder hier in der Gegend irgendwie wohnen, wie können die mit dir zusammenarbeiten oder was würdest du denen empfehlen, in eine Boxschule zu gehen oder was gibt es da so für Anknüpfungspunkte für die, die jetzt vielleicht nicht hier im Umkreis wohnen? Das ist halt das Gute an Social Media. Ich bin ja auch auf Instagram aktiv, ne? Lady Hammer Official. Ja. Und, verlinken wir auch natürlich in den Shownotes. Ich will auf jeden Fall in der Zukunft mehr solcher Seminare und Workshops anbieten, dass viele Frauen, egal woher, zu mir kommen können und wir die trainieren. Also ich trainiere zusammen gemeinsam auch einen coolen Tag machen, ne? Egal ob es Ernährung ist, egal ob es so ein bisschen Mindset-Stärkung ist, weil ich habe einfach einen besonderen Weg hinter mir. Und den teile ich einfach voll gerne. Auch so, ne, Gesundheitscoaching ist immer eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Mhm. Und halt auch diese Seminare und natürlich auch auf Instagram. So, ich mag das voll, wenn Frauen mich schreiben, so, ey, Christina, du bist voll heftiges Vorbild. Danke, wegen dir habe ich zum Beispiel Seilspringen angefangen oder sonst was. Ich freue mich, weil es ist das, was ich schätze und was ich gerne mache. Ich will den Leuten ein gutes Vorbild sein. Ja. So, nicht dieses, ja, ich shake jetzt meinen Booty in die Kamera und dadurch kriege ich Klicks. Ey, das ist das Einfachste der Welt. Ja. Das kann jeder. Aber mit wirklichen... Das da meistens noch gemacht ist. Ja, gesund operiert. Ja. Na klar. Ja. 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 Ja, wie heißt das immer? I don't need a filter, oder was? Ja, genau. I woke up like this. Ja, na klar. Natürlich. So okay. Keep it real, man. Ja, ja. Tu nicht so. Ja. Als ob. Ja, voll. Ja, krass, weil wir könnten auch mal, du könntest auch mal nach München kommen und bei uns mal so ein Seminar machen. Wir haben ja ein eigenes Gym und alles. Müssen wir später mal quatschen, ob das ich mag du da München. Bock München drauf ist hast. So eine schöne Stadt. Ich habe da auch richtig oft geboxt. Ich denke, ja, echt? München ist nice. Was für Locations waren es dann? Wo war das? Kennst du noch dieses deutsche Hotel? Wie heißt das? Unter Haching. Ah, ja, ja, Unterhaching, ja. Ja, ja. Oder stimmt, Infinity, da gibt es auch ein... Hotel? Ja, das kenne ich, das kenne ich. Das heißt, glaube ich, jetzt Infinity. Da war ja so dann ist es das, Halle mit Hotel. Genau. Da habe ich voll aufgeboxt. Ah, okay. Ja, das weiß ich. Da war ich schon mal. Da war irgendein anderes Event, ja. Okay. Das, also, München ist immer eine schöne Adresse. Auch so die Umgebung. Ja. Weil in Bayern ist anders. Berge Bayern sind auch nicht weit weg. Ja, voll. Das stimmt. Ja. Ja, stimmt, Bayern ist schon ein bisschen anders. Da gibt es noch Zucht und Ordnung. Ja, das stimmt, ja. Teils, teils, naja. Ja, mega geil. Auf was hast du dich gefreut? Auf FIBO? Oder was hast du dir so vorgenommen für die FIBO? Boah, ich habe heute im Auto, als ich hierher gefahren bin, hatte ich auch so ein bisschen überlegt, so was steht alles an und so, weil sehr, sehr viele Leute, die ich treffe und Termine, die ich habe. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt am meisten auf das Interview hier gefreut, weil ohne jetzt hier zu schleimen, weil ich finde das Umfeld und generell Podcast für mich immer eine richtig coole Sache, weil man nimmt man sich heutzutage mal eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit mit einer Person, um wirklich über ein richtig cooles Thema zu sprechen, mehr von der Person zu erfahren, ohne Handy, ohne Außengeräusche, ohne was weiß ich. Und das finde ich einfach mal mega cool und dachte mir so, jetzt auf der FIBO zu stehen,
ich bin noch lang genug da. Und es ist, wie wir es gerade vorhin auch schon gesprochen haben, du fühlst dich danach, wie als wärst du überfahren worden. Und ich genieße es gerade richtig so entspannt hier und zack. Und später noch kurz da 1-2 Stunden hin, dann ist es eh schon wieder vorbei dort. Und das ist ein super, super geiler erster Tag. Und auf der FIBO selber, da haben wir dann ein paar Leute eben, die auch schon im Podcast waren. Die treffe ich dann auch das erste Mal in live quasi, weil wir haben ein paar so Remote-Podcasts schon gemacht. Da freue ich mich auch sehr darauf. Und ansonsten, ja, mal schauen, was sonst passiert. Ja, abends immer noch irgendwo cool essen gehen und so weiter mit so ein paar Leuten und so. Das ist wie so ein Klassentreffen. Das finde ich immer cool. Ja. Dann rentiert es sich, einmal dahin zu fahren, ganz viele Leute gleichzeitig zu treffen und dann aber auch wieder meine Ruhe zu haben. Ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch immer witzig, dass man so mit Leuten, wo man in Kontakt ist mit Instagram, so diese Instagram-Freundschaften. Ja. Voll. Und dann auf einmal trifft man die so in Real Life, denkst du so, hey Bro, was geht? Ah ja, so und so. Und ich finde es halt voll krass, dass voll viele Leute so extrem wissen, was auf Instagram abgeht, was ich so mache und das tagtäglich verfolgen und die wissen auf einmal so viel und ich bin immer so, das ist ein bisschen erschreckend, aber ja, das ist das, was du auch preisgibst und ich finde es auch voll nice, immer die Leute zu treffen, die Fans und auch normale Menschen, die mir so auch ein positives Feedback geben und ich denke so, geil, danke. Voll. Dann merkt man auch, dass es nicht nur eine Zahl ist, was man an Follower hat, sondern dass da wirklich Menschen dahinter reale sind. Reale Menschen, ja. Voll. Auch vom Podcast so, da haben wir so viel coole, also kommen irgendwelche Leute zu dir und so, hey, ich höre deinen Podcast, voll geil, bla bla, hier und da und dann so, krass, weil dann gibt's Leute, wir jetzt, heute nehmen wir auf und am Dienstag kommt die 300. Folge raus, das heißt, die haben schon einige Stunden mein Gelaber auf den Ohren gehabt sozusagen und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, ich habe jede Folge gehört, dann denke ich so, wie viel Zeit hast du und wie krass ist es eigentlich, dass solche Leute dann ja das auch wirklich hören. Klar, man hat seine Zahlen und so weiter und so fort, aber es ist viel geiler, wenn dann einer zu dir kommt und sagt, ey, wegen dir stehe ich heute hier und mache den Wettkampf. Wegen dir stehe ich heute hier, habe überhaupt mit Calisthenics angefangen. Ich bin dadurch auf dich aufmerksam geworden, ich habe super viel gelernt. Wegen dir fange ich jetzt an, den Handstand zu trainieren. Und das ist mega geil. Da freue ich mich natürlich auch sehr darauf, auf die FIBO, weil da sind sehr, sehr viele Leute auch. Das ist klar, das ist dann, wenn dann da. Ja. Und ja, da bin ich schon mal, bin ich ein bisschen gespannt, ja. Auf wen, was auch immer voll viele zu mir sagen, so, du bist ja viel größer als gedacht. Ja, okay. Und dann so, du bist ja voll nett, gar nicht so arrogant und so. Ich denke so, warum soll ich arrogant sein? Aber ja, ich so. Ja, es ist halt einfach so. Ist so eine Instagram ist nicht schon immer die Filter. Ja, genau, voll. Es ist halt so die Frage, ja, wie nehmen die Leute das dann einfach auch wahr, wie man sich selber auch zeigt und es ist ja immer nochmal eine andere Brille, wie das dann am Ende des Tages ankommt. Ich höre immer das Gegenteil. Du bist ja gar nicht so groß, wie ich gedacht habe. Alles für das Calisthenics ganz gut. Mega geil. Funny. Wir haben im Podcast haben wir eine eigene, oder zum Podcast gibt es eine eigene Playlist. Mhm. Das heißt, jeder Gast darf quasi 2 seiner Lieblingstracks in diese Playlist hinzufügen und die Community hat das dann im Endeffekt fürs Training, kann sich's anhören, wann sie Bock haben und so weiter und so fort. Cool. Ist nämlich super gemischt mittlerweile natürlich, weil jeder hat einen anderen Geschmack, super unterschiedliche Gäste waren da. Deswegen, ich weiß nicht, ob du das schon auswendig weißt, was deine 2 Lieblingstracks wären oder ob du mal Spotify öffnen würdest, weil ich würde ganz gern von dir auch 2 Lieder hinzufügen, damit die Leute, die den Podcast jetzt gehört oder angeschaut haben, auch mit der Playlist trainieren und dann quasi sich wieder an dich erinnern, so hey, mega geil, das war ein saugeiles Interview und das vielleicht auch mit einer Story, ob es ein Lied gibt, wo du sagst, das motiviert mich oder das war meine Einlaufmusik oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, Einlaufmusik zum Beispiel beim Boxen war immer von Fat Joe All the Way Up, Nothing Can Stop Me. Geil. Das war immer so Gänsehaut für mich. Und das motiviert mich immer, wenn ich das anmache, dann boah, los geht's. Ja. Dann kommen halt diese alten Erinnerungen raus, wie du da durch den Tunnel läufst vom Boxen und dann dich so ready machst. Es gibt dir schon so einen krass. Kick. Und was ich halt auch nice finde, so dieses Be Humble von A$AP Rocky. Ja. So, sit down, be humble. Ja. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Ja. Show me something natural, like ass with some stretch marks, weißt du so. Ja. Den finde ich auch ganz gut. Sollen die 2 nehmen? Ja. Okay, perfekt. Ja, die hauen wir dann direkt mit rein. Mega geil. Ansonsten,
Wo können, wir haben es ja gerade schon kurz gesagt, aber wo können alle Leute, die mehr zu dir auch wissen wollen, die mit dir arbeiten wollen, wo können sie dich im Idealfall erreichen? Wo können sie dir eine Nachricht schreiben? Wo, ja. Ja, also erstmal auf Instagram natürlich, ja. Lady Hammer. Und ich werde auch demnächst dann auch ein bisschen Richtung YouTube mehr machen, mhm, und auch so ein bisschen mehr auf meine eigene Geschichte eingehen, mhm, weil bisher habe ich die nie wirklich krass erzählt, ja, weil ich auch zu tief noch im Boxen drinne war, ja, und das einfach für mich lange gedauert hat, das zu verarbeiten. Aber ja, meine Geschichte ist halt besonders, deswegen, ja, will ich da auch mehr Richtung YouTube machen. Mhm. Heißt da auch Lady Hammer auf YouTube? Weißt du das schon? Weiß ich noch nicht genau. Okay, das kannst du mir dann nochmal schreiben, ja, wenn der steht, weil der Podcast wird so, ja, im Mai wahrscheinlich erscheinen. Ich habe eher so Richtung Hammer Time gedacht. Auch geil. Auch geil. Hammer Time. Ja. Okay. Ja, das haben die in Amerika mal zu mir gesagt. Echt? It's Hammer Time. Ja, geil. Geil. Das ist ja ein perfekter Nachname für diesen Sport. Der ist gemacht dafür. Also, das hört mir aus, das ist ein besser geht's gar nicht. Ja. Geil. Okay, also primär Instagram kann ich auch bestätigen, weil ich habe dich auch einfach angeschrieben auf Instagram und die Nachricht wurde sofort beantwortet, mega cool. Deswegen Instagram, YouTube, sobald es steht, hauen wir das dann alles in die Shownotes mit rein. Dann ist bei uns so, dass der Gast darf immer die Folge beenden. Also ich habe jetzt alle Fragen gestellt, die ich stellen konnte. Ich muss gerade mal schauen, wir sind mittlerweile... Ja, schon gut über 1,5 Stunden am Start, was echt mega richtig geil ist. Und deswegen verabschiede ich mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Vielen Dank an dich. Das war eine unglaublich krasse Geschichte. Vielen Dank, dass du da so offen auch mit uns darüber gesprochen hast, ja, und vor allem dir die Zeit auch genommen hast. Ist nicht selbstverständlich heutzutage. Und die letzten Worte gehören dem Gast. Ja, auf jeden Fall auch danke an dich, ne? Weil du bist ja auch extra noch von München hierher gekommen und klar ist mit der Fieber in Kombination, aber ich finde es halt auch immer interessant, sich auszutauschen mit anderen Sportlern, andere Perspektiven, anderen Background, und ja, deswegen danke dir. Ich freue mich auf die Folge und ja, auch so für andere Menschen, es ist ganz wichtig, dass ihr auch an euch selber glaubt. Nur wenn du an dich selber glaubst, dann glauben auch die anderen Menschen an dich. Und nutzt dein Potenzial, weil es steckt so, so, so viel drinnen. Und du kannst alles schaffen, wenn du wirklich möchtest, wenn du dein Ziel festgesetzt hast, wenn du entschlossen bist und einfach auch von negativen Sachen nicht beunruhigen lassen. Mach weiter. Richtig viele haben Talent, aber die wenigsten können in schwierigen Momenten durchziehen. Deswegen dranbleiben und deine Geduld wird einfach belohnt. Und ich sage immer ganz gerne, es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Deswegen passt darauf am meisten auf und alles andere ist schon machbar. Wow, was war das denn für eine Folge? Richtig, richtig geil. Unsere erste, ja, Auswärts-Episode. Da werden jetzt tatsächlich auch nur die ein oder anderen folgen. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie das Gespräch dir gefallen hat. Ja, was deine Ansichten dazu sind, würde mich sehr, sehr interessieren. Genauso gut. Welchen Gast würdest du dir für die nächsten Episoden wünschen? Bin jetzt ein bisschen auf eure Zusammenarbeit angewiesen, weil wir einfach jetzt über den Sommer ein bisschen vorplanen möchten, auch wen wir da fragen wollen, um noch mehr auch die Themen einfach gestalten, wie es für euch auch interessant ist. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, Calisthenics Vollgas anzugehen, durchzustarten, tragt euch einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann setzen wir uns mal zusammen und schauen, wo ihr da aktuell steht und wie und ob wir da euch weiterhelfen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Mach's gut, dein Coach Flex. Ciao.